Hallo meine Lieben, ja, ich habe mir entschieden, dass ich jetzt eine 2 Wochen Orakel mache, weil ich leider diesen Monat nicht so viel Zeit habe, um jede Woche eine Wochenorakel zu machen. Und dieses Orakel ist jetzt vom 16.04. bis am 29.04.2018. Ja, die Energien scheinen sich ein bisschen zu verbessern, sind aber nach wie vor fordernd. So nehme ich sie zumindest wahr. Ich weiß nicht, wie es jetzt euch geht. Ich habe so das Gefühl, durch das schöne Wetter, mehr Sonne, kommt ein bisschen mehr Kraft wieder zurück. Dennoch ist so eine druckende Energie da, irgendetwas passiert. Ich kann es aber noch nicht so ganz steuern, in welche Richtung sich das entwickelt oder was geschieht. Umso mehr bin ich jetzt überrascht, was uns da erwartet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich für keine von den 3 Decks heute entscheiden können, weil ich mich eigentlich so alle 3 hingezogen gefühlt habe. Deswegen gehe ich davon aus, dass in jedem Deck etwas sein wird, was meine Themen anspricht, weil ich selbst momentan so, ja, mir vorkomme wie der Narr von der Tarot 0, die Nummer 0, der Narr, wo da einfach irgendwie, ja, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, bin neugierig, mache mich aber nicht wahnsinnig, so Zustand habe. Lassen wir uns mal überraschen. Also, als erstes, die Figuren, die sich gemeldet haben, waren die Rose. Dieses Mal werde ich die Figuren nach auch Chakren einleiten. Hier geht es in erster Linie um die Sakralchakra. Hier geht es auch um die Kreativität, um Selbstliebe, um aus sich selbst herauszukommen, Herausforderungen sich zu stellen, vielleicht auch mal ja, die Knospen zu öffnen. Und es ist ja auch Frühling und die Farbe Orange gibt ja auch sehr viel Kraft. So, wenn du dich zu dieser wunderschönen Orange hingezogen fühlst, dann ist der erste Deck dein Deck. Und dann habe ich hier unsere wunderbare Yoga-Frosch. Und hier habe ich dem Herzchakra zugeordnet. Hier geht es auch mehr um in die Balance zu kommen, nach einer schwierigen Zeit, die wir alle durchgestanden haben, und in seine eigene Mitte zu finden, in die Kraft zu kommen, aber auch sein Herz zu öffnen. Als Engel tue ich da den Erzengel Raphael dem zuordnen. Und ja, das geht hier eh mehr darum, in Balance zu kommen, ins Gleichgewicht zu kommen, dass man sich mehr zurückzieht von der öffentlichen Trubel, zwar nicht jetzt von Menschen, die einem wichtig sind, aber so die ganze angstmachende Nachrichten. Also man lässt sich davon überhaupt nicht mehr beeinflussen, man bleibt in seiner Mitte, man lässt sich aber auch nicht irgendwie von äußeren Umständen beeinflussen, sondern versucht immer wieder die Ruhe in sich selbst zu finden. Wenn du dich zu diesem süßen Frosch dahin gezogen fühlst, dann ist das zweite Deck für dich zugeordnet. Das ist auch der Stein, den ich dem Erzengel Raphael zugeordnet habe. Der ist auch mit der Energie in der Erzengel Raphael geladen. Hier habe ich den Stein mit den Energien der Erzengel Jophiel geladen. Und da hinten werde ich jetzt gleich näher darauf eingehen. Ich muss leider von einer Seite zum anderen immer wieder wandern. Tut mir leid, weil irgendwie anders ging es heute nicht. Ja, und hier haben wir unser wunderschönen Engel. Und hier geht es um das Thema Hingabe. Um das Thema Hingabe, um das Kronenchakra. Das heißt, man öffnet sich von Kronen her nach oben, erhält weise Botschaften, glaubt an seine Intuitionen. Man hat hier schon bereits losgelassen. Es ist ja auch dieses weiße Kleid. Und die Blumen, die Sonnenblumen, die stehen ja für mich so, ja, ich gebe das vom Herzen gerne weiter. Und ich lasse mich einfach mal jetzt auf alles
ein, was kommt. Ich weiß zwar momentan nicht, was auf mich zukommt, habe noch einige Themen zu klären, aber ich bin bereit, sie zu klären. Also ich öffne meine Kronenchakra für die Botschaften, die kommen, und bin bereit, mich auf das auch einzulassen, was jetzt kommt, weil ich das Alte auch bereit bin, loszulassen. Das ist das Thema, wenn du dich zu dieser Energie hingezogen fühlst, wenn du auch das Gefühl hast, dass es sich jetzt hierbei bei dir tatsächlich um diesen Engel handelt, dann kannst du, wenn du thematisch auch jetzt bei dieser Situation festhängst, könntest du dich für den dritten Deck entscheiden. Und diesen Stein da habe ich eingeweiht in den Erzengel Gabriel. So. Dann würde ich mal sagen, wir legen los. Ich habe hier jeweils eine Botschaftskarte. Ich hatte ja gestern Geburtstag und habe diese Kartendeck von meiner ganz, ganz liebe Freundin Tanja geschenkt bekommen und habe auch ganz, ganz tolle Geschenke auch sonst bekommen. Da einen riesen, wunderschönen, großen Salzkristalllampe, die ich so gerne würde präsentieren, aber leider, ich glaube, mein Tisch das nicht aushalten würde. Dann habe ich wunderschöne Figuren geschenkt bekommen, eine Drache und viele, viele wunderschöne Pflanzen. Diesen Kartendeck habe ich dann auch für die Karten draufzustellen von meiner Freundin Martina geschenkt bekommen. Also auf jeden Fall sind da wunderschöne Geschenke dabei gewesen. Ich bedanke mich herzlich für alle, die jetzt auch die Orakel anschauen. Hoffe, dass ich auch niemanden vergessen habe. Und jetzt gehe ich wieder zurück auf meine andere Seite und werde mal mit den Orakeln beginnen. Ja, wie immer haben wir ja für die nächsten 2 Wochen tendenziell die allgemeinen Botschaften. Die sind dann natürlich dann da zugeordnet. Ich werde jetzt erstmal das hier hinstellen, damit ich auch die Karten darauf legen kann. Ich habe natürlich jetzt gefragt, was in den nächsten 2 Wochen allgemein thematisch für uns anstehen, und da kamen aus dem Deck der Einhörner erst einmal Celebration. Also es gibt was zu feiern. Das ist eine positive Karte. Man sieht auch hier die Eule und der Mond. Geht ja auch natürlich um die Intuition, und die Eulen sind ja Nachtvogel, steht ja auch für Magie. Und dieses Lila steht ja auch für etwas, was transformiert ist, weil das dunkle Lila ist ja schon weg. Und das helle Lila, da fliegt ja schon bereits der Einhorn rein. Der hat auch seine Flügel sind lila, sind eigentlich sehr, sehr schöne Karten. Und diese Karte sagt hier, a positive outcome is assured. Also eine positive Endergebnis ist hier auf jeden Fall dir sicher. Also hier, was auch immer du jetzt da angehst in den nächsten 2 Wochen, wenn du natürlich dann auch die Botschaften noch umsetzt, die du dann bekommst, dann ist dir eine positive Endergebnis sicher. Und dann halt celebrate your success, dann sollst du deine erreichte Erfolge sollst du feiern und enjoy your achievement und genieße deine Erfolge, die du erreicht hast, also deine Fortschritte, die du erreicht hast, oder deine Ziele, die du erreicht hast. Also die erste Karte ist ja eigentlich schon sehr, sehr schön aus den 2 Wochen Energie. Wir hatten ja jetzt auch Merkur rückläufig, also ist heute ist es noch rückläufig, ab morgen nimmt er seinen normalen Lauf wieder an. Das heißt, es sollte auch alles ein bisschen leichter werden, die ersten 2 Wochen im April. Die waren zwar jetzt nicht so gravierend, wie jetzt ich das Gefühl aufgenommen habe vom März, aber dennoch, man konnte sich nicht so ganz entscheiden. Man sagt ja auch, wenn Merkur rückläufig ist, sollte man sich nicht auf neue Beziehungen einlassen, weil die dann nicht halten. Oder wenn man sich trennt in dieser Zeit, dann kommt man wieder zusammen. Man sollte keine Verträge unterschreiben und sollte sich einfach auch allgemein von Entscheidungen fernhalten. Ab morgen ist dann Merkur wieder in seiner normalen Laufbahn. Das heißt, es läuft auch alles viel leichter. Es wird sich auch leichter anfühlen. Als nächste Karte, was dann kam für die nächsten 2 Wochen, ist die Karte Vertrauen, Trust. Da sieht man eine wunderschöne Pegasus, die oben auf einer Berganhöhe steht, und die Flügel sind zwar noch nicht ausgebreitet, dahinter ist ja der Sonnenaufgang,
Und hier sagt er dir, leap into the unknown. Also hier geht es in der ersten Linie, du hast natürlich etwas transformiert in deinem Leben. Und jetzt geht es einfach darum, in das ja, Neue einzutreten, das man eben noch nicht kennt. Man weiß nicht, was auf einem zukommt, deswegen wirst du da aufgefordert, im Vertrauen zu bleiben, in der Situation, der auf dich jetzt hier zukommt, und vertraue, dass alles gut wird, auch wenn du nicht weißt, wohin dein Weg dich führt, weil, wie du da hier hörst, eine positive Ende deines Weges ist bereits in Sicht, und du wirst auf jeden Fall deine Endergebnisse werden positiv sein. Das heißt, wirst du da auch aufgefordert, vom Universum zu vertrauen und deinem Weg in das Ungewissen auch zu gehen, egal wie viel Angst du hast. Man sieht ja auch, das arme Pegasus ist da auch ein bisschen verunsichert, wenn man so ein bisschen das Gesicht anschaut und weiß nicht so recht, mit einem Bein nach oben soll ich jetzt springen? Die Flügel hängen so ein bisschen mutlos runter, weil er ein bisschen Angst hat und denkt, ja, wenn ich jetzt springe, kann ich überhaupt fliegen? Und das ist halt wahrscheinlich auch in meinen Augen so eine junge Pegasus, wo wahrscheinlich seine ersten Flüge jetzt macht, nachdem er so ein paar kleine Flüge gemacht hat, und jetzt geht es darum, in die Lüfte zu steigen, in das Glück hochzusteigen, in die Sonne, in die Kraft der Energie, der Liebe hochzusteigen, in deine Kraft zu steigen. Und hier geht es darum, hab keine Angst, breite deine Flügel aus und fliege. Und da kommt wieder, have faith and move forward, also hab Vertrauen und geh nach vorne. Also hier sieht man auch, da wird der Pegasus aufgefordert zu fliegen und dass er keine Angst haben soll und dass er Vertrauen haben soll, dass alles gut wird. Und believe you will fly und glaube daran, dass du fliegen wirst. Das sind die zweite Energien für diese nächste zwei Wochen, die auf uns wirken. Also einerseits geht es um Vertrauen, dass man seine Ziele erreichen wird, andererseits um das Thema feiern, dein Glück feiern, deine erreichten Ziele feiern. Wir werden dann aber auch sehen, in Verbindung mit den einzelnen Deutungen, was sie zu bedeuten haben. Das sind ja noch die Hauptenergien, die jetzt die nächsten zwei Wochen auf uns wirken. Dann kam von Ganesha, die Karten waren lange Zeit nicht mehr dabei, zwar die Figur selbst war dabei, aber die Karten nicht. Dieses Mal haben die sich auch gemeldet, und hier ging es um das Thema Mut. Courage, die hatten wir ja bereits schon mal. Und hier natürlich, wenn wir etwas Neues beginnen, in das Ungewisse treten, ist logisch, dass wir erstmal einfach nicht wissen, auf was wir uns da einlassen. Und dass wir natürlich auch Angst haben. Und hier sagt der Ganesha, hab den Mut. Mut kommt vom Herzen. Wir sagen immer, Mut ist eine Herzensenergie. Es gibt dir die erforderliche Kraft, in deine Kraft hineinzukommen, in deine Glaube hineinzukommen, dass du alles erreichen kannst, was du möchtest. Und der Ganesha kommt jetzt nochmal und sagt dir, nebst dem Vertrauen, du hast auch den Mut dazu. Tu es. Zeige Mut, dass du das kannst. Weil du hast den Mut dazu. Du hast so viel jetzt durchgemacht. Du hast so viel jetzt erreicht. Feiere das. Entwickle Mut und vertraue und geh in das Neue hinein, denn es wird dich auf jeden Fall in einem positiven Endergebnis führen. Ja, und der nächste Karte dann von Ganesha, der kam, ging es um Healing. Eine sehr schöne Karte hier, und hier geht es um das Thema Heilung. Also, was auch immer du da aufgefordert wirst, jetzt im Mut zu tun, zu feiern, zu vertrauen, führt dich zu dieser Heilung, den du dir so sehr sehnst. Und wenn wir hier gucken, da ist eine Pfau, und die Feder der Pfau war in der alten Zeiten bekannt dafür, dass es Menschen heilen konnte. Deswegen hat man ja damals in Ägypten die Pharaonen mit Pfaufedern gefächert, nennt man das, ja. Und
Die waren bekannt dafür, dass wenn man Menschen mit dem V-Feder fächert, dass das den Menschen heilt. Und hier geht der Ganesha und sagt dir, hab den Mut, in die Heilung zu kommen, feiere deine Ziele, weil ein positives Endergebnis ist dir sicher. Feiere die Ziele, die du bis jetzt erreicht hast und genieße deine Erfolge, die du bis jetzt hattest. Vor allem, weil egal worum es geht, egal wo du aufgefordert bist, Mut aufzubringen, es wird dich in die Heilung führen. Sehr schöne Karten. Ich werde sie jetzt hinten aufstellen. Dafür hat mir auch die Martina das gemacht, damit er vorne und hinten die Karten hin und her bewegen kann. Fand ich auch total lieb von ihr. So, und jetzt werde ich mal die Karten hier hinten schieben und werde mich erstmal jetzt an der letzten Karte widmen. Und das kam, The Beautiful Little Worm, Take Care of Yourself. Und das ist die letzte Karte und er sagt zu dir, passe in den nächsten 2 Wochen einfach auf dich selbst auf. Tu was Gutes für dich, geh in Wellness, du hast viel erreicht. Er sagt dir ja hier, Achievement, celebrate your achievement, du sollst deine Ziele erreichen. Es heißt natürlich nicht, du sollst jetzt auf deinen Lorbeeren sitzen bleiben, aber zumindest mal in den nächsten 2 Wochen tu dir was Gutes, geh in eine Wellness, pass auf dich auf, achte auch ein bisschen auf deine Ernährung. Der kleine Wurm wird ja zu einem Schmetterling irgendwann einmal, das ist ja die Raupe, man sieht ja auch diese kleine grüne Raupe, also ich sehe es nicht als Wurm, ich sehe es als eine Raupe, wo dann ihre Flügel dann bekommt. Und diese Raupe soll ja auf sich selbst aufpassen. Also sei liebevoll mit dir selbst, auch wenn es Situationen geben wird, wo da einfach Mut aufgefordert ist. Geh liebevoll mit dir selbst um und sei geduldig mit dir selber. Ja, dann würde ich mal sagen, wir beginnen mit dem ersten Deck. Und zwar für diejenigen, die sich für den orangene Rose entschieden haben, für die Kreativität, für das Sakralchakra, Selbstwertgefühle, Selbstliebe, ja, auch nach außen zu gehen und mal auch es zu wagen, seine kreative Art zu leben. Dann gucken wir mal, was die allgemeinen Botschaften für uns hier sind. Da hole ich jetzt dich mal nach vorne. So, und jetzt haben wir für die allgemeine Botschaften kam der Page der Luft. Das ist ja auch der Bube der Schwerter in der normalen Tarot. Und hier geht es darum, logisch, ehrlich, impulsiv, neugierig. Informationen, die dich fordern, Verspätung oder Planänderung, Wahrheiten werden taktlos ausgesprochen. Ja, in der ersten Linie ist der Page der Luft, also der Bube der Schwerter, eigentlich eine relative, ja, impulsive Energie. Das heißt, es kann möglich sein, dass du in diese nächsten 2 Wochen vielleicht bei deiner Arbeit oder vielleicht auch von deinem Partner oder vielleicht auch von irgendwelchen Freunden irgendwie Informationen bekommen oder irgendetwas zu hören bekommen, die dich herausfordern werden, die dich auffordern. Aber mir sagt das Gefühl, dass die Energien, die hier kommen, auffordern, mutig für dich selbst einzustehen. Das heißt, wenn sollte von außen irgendwelche Informationen auf dich zukommen, die dich herausfordern oder die dich auffordern, für dich selbst gerade zu stehen und zu deiner Wahrheit zu stehen, weil hier sagt man auch, Wahrheiten werden taktlos ausgesprochen, dann gilt das hier auch entweder einerseits, wirst du mit der Wahrheit konfrontiert und da geht es einfach darum, deine Herzqualität zu erkennen und das Thema in die Heilung zu bringen natürlich. Das ist eine Seite, eine mögliche Interpretation, Vertrauen zu haben, dass alles gut wird. Aber ich persönlich empfinde das als anders. Ich persönlich empfinde das, du wirst herausgefordert, für dich selbst gerade zu stehen. Du wirst herausgefordert, deine Wahrheit auszusprechen. Das ist die Energie, die für mich jetzt in dieser Legung stimmig ist, in Zusammenhang mit diesen allgemeinen Energien, die da sind. Weil die Karten sagen hier nicht, du sollst dich da, keine Ahnung, mit irgendwelchen Herausforderungen auseinandersetzen, sondern die Karten sprechen davor, du sollst deine Ziele, die du bereits erreicht hast, erstmal auf jeden Fall feiern
und vor allem Mut aufzeigen, in die Heilung kommen, weil das ist ja da auch, die Heilung ist ja die Heilung des Herzens. Und es kann durchaus gut möglich sein, dass du davon eine Person, vielleicht eine jüngere Person, vielleicht einen Mann oder eine Frau, die relativ impulsiv ist und vielleicht auch etwas, ja, spitze Zunge hat, da in den nächsten 2 Wochen, keine Ahnung, eventuell mal verletzt wirst oder vielleicht geht irgendjemand auch barsch mit deinem Charakter um oder mit deinen Themen um. Vielleicht wirst du auch beruflich mal von irgendeiner Arbeitskollegin so über den Mund gefahren, und hier gilt es, deinen Mut aufzubringen und in die Heilung zu gehen, dich nicht klein zu machen, Vertrauen zu haben, dass du das kannst, dass du das schaffst, und den Personen vielleicht mal auch sagen, hey, du, so bitte nicht. Weil es geht ja auch darum, du sollst auf dich selbst Acht geben, du sollst liebevoll mit dir selbst umgehen. Für mich ist das eine ganz klare Aufforderung hier, wenn du jemanden hast in deiner Umgebung, es wird wahrscheinlich auch so sein, dass du mit diesen Personen zu tun hast, es kann eine Frau oder normalerweise ist Bube der Luft ein junger Mann, aber es kann natürlich auch eine Frau sein, es kann aber auch natürlich du selber sein, denn manchmal ein bisschen spitzungig bist und vielleicht auch mal den Leuten einfach taktlos die Wahrheit ins Gesicht sagst, und hier fordert man dich vielleicht auch mal auf, ja, vielleicht ein kleines bisschen in die Heilung zu gehen, Mut zu haben, auch mehr mit der Herzensenergien zu arbeiten, vielleicht mal die Wahrheit auch auf eine liebevolle Art und Weise auszusprechen. Aber wie gesagt, für mich persönlich ist das wenn ich diese Kartenkombination jetzt hier anschaue mit den Energien, die nächste 2 Wochen auf uns wirken, fordert diese Karte mich ganz klar auf, dir auszurichten, dass du für dich selbst gerade stehen sollst, dass du in die Heilung gehen sollst, dich nicht klein machen sollst, die Ziele, die du bis jetzt erreicht hast, vor den Augen halten sollst und die auch feiern sollst, und dass du in die Heilung kommst, indem du den Mut aufbringst, über die Klippe zu springen, zu fliegen, für dich selbst gerade zu stehen, weil es wird ja auch aufgefordert, dass du liebevoll mit dir selbst umgehen sollst, und halt diejenigen, die dir vielleicht taktlos entgegenkommen oder vielleicht auch etwas, was auf dich zukommt, vielleicht bekommst du einen Brief, eine Rechnung, wo ungerecht ist, oder von der Firma, von der beruflichen, bekommst du irgendetwas über, wo dich herausfordert, und hier steht ganz klar für mich, dass du dich da für dich einsetzen sollst und dich dagegen auch wehren sollst, indem du in Liebe für dich selbst gerade stehst und aber auch an dich selbst glaubst, dass du das kannst. Wenn du aber solltest vielleicht eine Herausforderung, eine berufliche Herausforderung bekommen, die dich vielleicht fordert, dann fordert dich aber auch diese Pegasus auf, an dir selbst zu glauben, dass du das kannst, dass es das nicht etwas ist, was du nicht schaffst. Vielleicht bekommst du auch ein Stellenangebot, wo dich auffordert, eine neue Stelle anzugehen, und du denkst dir, oh Gott, nee, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Und hier sagt er dir, falsch, tu es, vertraue dir selbst, dass du das kannst, habe den Mut, etwas Neues zu tun, und genieße deine Ziele, weil eine positive Endergebnis ist dir sicher. Also fühl in dich hinein, bitte denk daran, es ist eine allgemeine Legung, es kann zutreffen, es muss nicht zutreffen. Ich versuche so viel wie möglich Interpretationen hineinzubringen, beruflich, privat, Finanzen, Liebe. Es kann natürlich auch in der Liebe sein, dass du da auch aufgefordert bist, für dich selbst gerade zu stehen. Und bitte fühl in dich hinein, wie gesagt, wenn du eine persönliche Legung brauchst, dann kannst du mich jederzeit kontaktieren, aber das ist eine allgemeine Legung. Ich versuche für jeden eine mögliche Interpretation der Karten darzustellen. Das ist eine kollektive Energie. Deswegen bitte nicht böse sein, wenn es auf dich nicht zutrifft. Wenn du jetzt auch das Gefühl hast, dass bis jetzt für dich das nicht stimmig war, dann schalte bitte aus und geh auf einen anderen Kanal. Ich bin sicher, dass eine meiner Kollegen oder Kolleginnen ganz bestimmt deine Wochen oder deine 2 Wochen Energien voraussagen dürfen. Aber hier, wie gesagt, habe ich jetzt so viele Interpretationen wie nur möglich hineingebracht, in Liebe, in Allgemeinem, wie auch beruflich und Finanzen. Fühl in dich hinein, was für dich in den nächsten 2 Wochen stimmig ist. Wichtig ist aber,
in meinen Augen, nach meinem Gefühl, nach dem, was ich jetzt gefühlmäßig bekomme, dass es darum geht, für dich selbst gerade zu stehen und aber auch neue Herausforderungen, die Informationen, die da kommen, die dich herausfordern, auch anzunehmen, weil du das nicht kannst. Und weil man dich hier auffordert, zu fliegen, deine Flügel auszubreiten, an dich selbst zu glauben, den Mut aufzubringen, für dich selbst gerade zu stehen und in die Heilung zu kommen, vielleicht auch in die Heilung von deinen alten Ängsten, dass du irgendetwas nicht schaffen kannst. Hier wirst du aufgefordert, das zu tun. Und wir haben ja auch hier die orangene Rose und die steht ja für die Kraft nach außen zu gehen, an sich selbst zu glauben, Selbstwertgefühle. Deswegen bin ich hundertprozentig sicher, geht es hier bei dir, in deine Kraft zu kommen. Und natürlich, wie soll es anders sein? Die zweite Karte bestätigt es sogar. Schau dir diesen wunderschönen Pferd an, in der Farbe deine Rose. Ich finde das immer so schön, dass die sich so, ja, anpassen. Und hier, guck dir das an, wie schön das sich anpassen, die Farben. Also für dich ist es für mich ganz, ganz klar, dass du hier aufgefordert bist, neue Herausforderungen anzugehen und an dich selbst zu glauben. Und hier sagt dir diese Karte ganz klar, wisse, wo deine Kraft ist. Vertraue in deine Kraft, wisse, dass du diese Kraft hast, wisse, dass du das kannst, zweifle nicht daran, wenn du mit einer Herausforderung konfrontiert bist, wo dich herausfordert oder eine Arbeit, eine Beziehung oder ja, eine Situation, in der du aufgefordert bist, etwas zu tun, wo du denkst, oh Gott, nein, ich habe Angst, ich kann das nicht, guck dir diesen Pferd an. Der sagt, dieser Pegasus sagt, hey, spring, breite deine Flügel auf. Klar macht es mir Angst, aber ich kann's. Und hier sagt dir dieses Pferd nochmal, wisse, dass du diese Kraft hast, du hast diese Kraft in dir, tu es. Tu das, was für dich vorbestimmt ist. Und dann kommt es auch mit der nächsten Karten, ja, die Engel der Entscheidungen, Highest Potential. Und schau mal, hier ist schon wieder dieser orange Flügel. Ich finde das hammerschön, wie das alles ineinander fließt. Es geht um Kraft, es geht um Entscheidungen treffen. Und diese Door of Eternity, das ist eine Türe, die sich hier für dich öffnet. Eine Türe zur Unendlichkeit. Und dieser Engel fordert dich auf, eine Entscheidung zu treffen. Und hier wirst du aufgefordert, die Entscheidung zu treffen, Herausforderungen anzugehen, die du sonst vielleicht nicht glaubst, zu schaffen. Und diese Karte sagt dir, du wirst es aber schaffen. Das Endergebnis, ein positives Endergebnis ist dir sicher. Also, wenn du dieses Monat oder die nächsten zwei Wochen aufgefordert wirst, etwas zu tun, wo du denkst, du kannst das nicht, dann wirst du hier aufgefordert, in deine Kraft zu kommen, nicht dich in dein Rattenloch zurückzuziehen, an dich selbst zu glauben, deine Wahrheit ganz klar und taktlos auszusprechen, aber bitte nur so, dass du nicht andere Leute verletzt, sondern für dich selbst gerade stehst, aber sonst auch, wenn jemand vielleicht dir Zweifel einredet und sagt, oh, du kannst das eh nicht, dann aber für dich selbst gerade stehen. Den Mut zu haben, etwas Neues zu beginnen, für dich öffnen sich jetzt neue Türen und hier gilt es ganz klar, da reinzugehen. Und die Lenormand-Karten kommen mit zwei Karten, falls du ein Mann bist, und vielleicht in einer Stagnation feststeckst und nicht an dich selbst glaubst, dann heißt das hier ganz klar, komm in die Aktivität, komm in deine Kraft. Bei den Frauen heißt das aber auch hier ganz klar, weil das eine allgemeine Legung ist, es geht hier nicht jetzt gerade um Liebe, die Liebe ist hier unten. Wir werden das aber mit Sicherheit auch miteinander verbinden. Es kann sein, dass die Hauptenergie diesen Monat eine Herausforderung in Sachen Liebe ist, weil hier um ein Mann geht. Aber natürlich, wenn du ein Mann bist, dann geht es um dich und um deine in die Kraft reinzukommen. Natürlich kann es auch natürlich sein, dass es hier irgendwo eine Frau ist. Das werden wir dann in der Liebe sehen. Hier ist jetzt erstmal eine Personenkarte aufgetaucht, sei es jetzt Mann, sei es jetzt Frau. Ich würde jetzt einfach sagen, bei der allgemeinen Legung gehen wir mal davon aus, dass es um diese männliche, aktive Energie geht, in die Kraft zu kommen, weil hier heißt das ja, du sollst in deine Kraft kommen, du sollst deine Flügel ausbreiten, du sollst
in die Heilung gehen. Du sollst auf dich selbst achten. Du sollst den Mut aufbringen und deine erreichte Ziele auch feiern. Und dafür benötigst du diese männliche, aktive Energie, die dich herausfordert und sagt, komm in deine Kraft und nutze aber deine Intuitionen dafür. Höre auf deine innere Stimme, höre auf deine innere Sensibilität, das ist ja auch die Karte der Intuition, der Mond, und höre auf deine Intuition, glaube an dich selbst und komme in die Bewegung rein. Also wunderschöne Karten. Ich lege jetzt mal die Hauptkarten wieder nach hinten, damit wir da nochmal, der Healing war das und das da geht nach hinten. Sehr schön. So, und hier geht es wirklich auch darum, komme in die Aktivität. Wisse, dass du die Kraft dazu hast, komm in deine männliche Kraft. Wenn du ein Mann bist, wirst du auch aufgefordert, in deine männliche Kraft zu kommen. Und hier geht es um deine Intuitionen. Achte vielleicht auch auf deine Träume, weil der Mond steht ja auch für Träume, ist aber auch eine weibliche Energie. Vielleicht geht es auch um die Balance, in deine Mitte zu kommen. Und hier wirst du aufgefordert, auch auf deine Intuitionen zu hören. Die werden dich hier bei dieser Türe, die jetzt für dich sich öffnet, auch wirklich führen. Und hier bist du wirklich aufgefordert, deine Kraft zu nutzen, um ganz klar neue Entscheidungen zu treffen. Und dieses Tor, diese Tür, die sich für dich öffnet, diese Door to Eternity, wird dir die Möglichkeit geben, eine Entscheidung zu treffen. Und hier wirst du aufgefordert, den Weg zu nehmen, den dir am meisten Angst macht, denn es wird auf jeden Fall ein positives Endergebnis für dich dabei sein und es wird zu Heilung führen, weil wir die Hauptenergien jetzt da haben. Ja, wunderschön, die allgemeine Legung. Ich werde jetzt diesen Pferd hier hinstellen, weil ich sie auch sehr, sehr schön finde. Ja, und da gucken wir jetzt, was die beruflichen und die Finanzen dir bringen. Und hier haben wir als erstes Königin des Feuers. Selbstsicher, warm, intelligent und anmutig. Breite deine Flügel aus und fliege. Wie passend, ne? Hier, breite deine Flügel aus und fliege. Ich habe ja gesagt, es kann sein, dass du eine berufliche Herausforderung bekommst, dass das darum geht, dass du selbstsicher und ja, den Mut dazu hast, das Neue zu machen. Unterschätze dich nicht. Sei dir deine Unabhängigkeit und Kreativität sicher. Und schau dich mal an, schon wieder diese Orange, wie sich das ineinander passt. Und das ist ja, Sakralchakra steht ja für die Kreativität. Falls du dir Gedanken darüber machen tust, dich selbstständig zu machen und vielleicht auch keinen Mut hast, dann heißt diese Karte, gib nicht auf, mach es. Geh diese Möglichkeit an. Vielleicht bekommst du ein neues Jobangebot, der dich auffordert, ja, an dich selbst zu glauben und diesen Schritt auch zu machen, und zwar selbstsicher. Und dass du anmutig bist, während du das machst und an dich selbst glaubst und dass auch dir die Intelligenz dazu gegeben ist, diese Ziele zu erreichen. So, und hier geht dir auch, sei dir deine Unabhängigkeit und Kreativität sicher. Das geht es auch darum, dass du dich nicht klein machen sollst, sondern dass du an dich selbst glauben sollst und selbstsicher auf die Welt zugehen sollst. Da sagt er dir ja, Vertrauen, Mut und hier Heilung. Und hier hast du nochmal die wichtigste Karte, finde ich, dass es dir bereits schon ein Endergebnis sichert, dass das alles positiv ausgeht. Als nächste Karte kommt Discovering the True, you stand in the light of true. Finde die Wahrheit heraus. Hier geht es um die Wahrheit über dich selbst. Finde heraus, wie weit du kannst etwas in deinem Leben erreichen, wie weit du deine Flügel ausbreiten kannst. Komme in deine Kraft, weil die Karte haben ja hier gesagt, know your power. Wisse, dass du diese Kraft hast. Aber um diese Kraft zu finden, musst du erstmal eine Entscheidung treffen, deine Flügel auszubreiten. Du musst die Entscheidung treffen, diesen einen Schritt zu machen und zu fliegen, damit du weißt, dass du die Kraft und den Mut dazu hast, neue Herausforderungen anzugehen. Und das ist die Wahrheit, die für dich ansteht. Diese Wahrheit sollst,
Es kann nur du allein kannst dich davon überzeugen. Niemand andere. Ich kann dir jetzt 100-mal sagen, mach es. Die Karten kann dir 100-mal sagen, es ist dir ein sicheres Endergebnis gesichert, dass du da gewinnen wirst. Aber wenn du nicht den Mut dazu hast, deine Flügel auszubreiten und über vor allem diese Klippe zu springen, ja, wer soll dir sonst diesen Mut machen? Wer soll dich sonst davon überzeugen, dass du die Kraft dazu hast? Niemand, nur du allein kannst das machen. Deswegen breite deine Flügel aus und wage diesen Neubeginn, egal in welchem Bereich deines Lebens, ob es jetzt im Allgemeinen ist, ob es im Beruflichen oder in der Liebe ist. Du hast die Kraft dazu und du kannst das 100%. Ja, finde die Wahrheit. Discovering the truth. You stand in the light of truth. Du stehst in der Licht der Wahrheit. Und hier geht es auch darum, da hatten wir die Karte, sprich deine Wahrheit aus. Hier, siehst nochmal. Also hier geht es ganz klar darum, etwas zu finden, etwas, was in dir drinnen ist, will geboren werden, will nach außen kommen. Und vielleicht zweifelst du daran, dass du das kannst. Und diese Karte ist eine Aufforderung an dich selbst zu glauben, deine Wahrheit herauszufinden, indem du an dich selbst glaubst, indem du den Mut aufbringst, deine Flügel auszubreiten und zu fliegen, damit du weißt, dass du die Kraft dazu hast. Und als nächste Karte kommt die Karte Fokus. Und schau mal, jetzt hast du schon wieder Orange drin. Das ist eigentlich sowas von auffordernd. Du sollst endlich mal in diese Bewegung, in diese Kraft kommen. Und ich sag dir, wenn du nicht weißt, wie du deine Ziele erreichen willst oder wie du denn angehen sollst, dann fokussiere dich. Setze ein Ziel. Fokussiere dich auf das Ziel. Fokussiere dich auf deine innere Kraft. Auf das, was du kannst, auf diese innere Kraft in dir drinnen hier, die dich auffordert, an deine Kraft zu glauben und deine Ziele zu setzen, weil sie dir 100% gesichert sind. Du wirst deine Ziele erreichen, egal wie sehr du daran zweifelst. Wenn du jetzt diesen Mut aufbringst, in den nächsten 2 Wochen diese Veränderungen anzugehen, diese Herausforderungen anzugehen, die von außen auf dich zukommen, dann wirst du deine Ziele ganz klar erreichen und du wirst eine ganz, ganz große Portion an Selbstwertgefühl und an Selbstsicherheit gewinnen, wo natürlich auch die Blockaden in deinem Sakralchakra auflösen werden. Wenn du hier Hilfe benötigst oder wenn du vielleicht auch möchtest, dass die Blockaden in deinem Sakralchakra auflösen, dann kannst du mich auch mal kontaktieren. Da können wir eine Behandlung machen, um diese Blockaden in deinem Sakralchakra aufzulösen. Aber hier, meiner Meinung nach, brauchst du das gar nicht einmal, weil du musst nur den Mut haben zu springen. Das ist alles. Und dann wird sich alles von alleine öffnen, weil wir haben hier die Türe zu der Freiheit, zu der Spirit steht ja eigentlich für den Geist, die Türe zu Geist, zu dem Unendlichkeit. Wir haben hier aber der weiße Taube, wo eigentlich auch für die Freiheit steht. Die Türe ist offen, zu fliegen ist deine Aufgabe. Schau mal, diese gelbe Farbe, diese Kraft, und er sagte, es öffnen sich dir Türen zu Freiheit, zu deiner Spiritualität, zu deiner Wunscherfüllung. Und diese Karte fordert dich auf, diese Türe jetzt anzutreten. Geh durch diese Türe, weil du hattest ja auch hier diesen Engel, der dir sagt, das Tor zur Unendlichkeit. Und du hast 2-mal diese Türe. Jedoch hast du aber die Engel der Entscheidung. Es ist aber deine Entscheidung, ob du jetzt stehen bleibst oder ob du dich jetzt tatsächlich entscheiden wirst, diesen Sprung endlich mal zu wagen und diesen neuen Schritt zu machen. Ich würde dir ganz, ganz, ganz doll ans Herz legen, diesen Schritt zu machen und Brücken zu bauen. Die Lenormand-Karte bringt dir die Brücke. Die sagt dir, baue Brücken, brich alte Brücken ab. Eine Brücke geht in 2 Richtungen. Und hier wirst du aufgefordert, weil wir ja hier die Engel der Entscheidungen haben, im Beruflichen und im Finanziellen. Vielleicht geht es hier bei dir um das Thema, eine alte Stelle aufzugeben. Hier geht es um das Thema Beruf. Und wenn ich in das Thema Beruf die Karten bekomme,
eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht möchtest du dich ja selbstständig machen mit irgendeiner, ja, mit irgendeiner beruflichen Traum, die du hast, wo kreativ ist, wo du das kannst, wo eine Gabe von dir ist, eine Berufung von dir ist, aber du sagst dir, ja nein, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug. Da wirst du ganz klar aufgefordert, um Gottes Willen, vertraue in dir, mach diesen Sprung, hab den Mut dazu, weil der Erfolg ist dir sicher. Du kannst das, du schaffst das. Brich die alten Brücken ab und schaffe neue Brücken. Geh diesen Toren. Du siehst ja, der Angel of Choice sagte, du hast die Entscheidung, alte Brücken abzubrechen und neue zu erschaffen. Du kannst natürlich auch eine alte Brücke stehen lassen, aber du stehst dann immer in der Mitte. Du weißt nie, wo es weitergeht. Und hier ist, oder es geht darum, eine Brücke zu bauen, vom Alten zum Neuen. Hier ganz klar, fühl in dich hinein, wo stehst du? The door to spirit steht für mich für die Spiritualität. Vielleicht bist du auch beruflich irgendwie mit der Spiritualität beschäftigt. Es geht, Spiritualität hat ja nicht immer nur mit irgendwelchen Heilarbeiten oder so zu tun. Man kann ja auch spirituell auf vielen Ebenen arbeiten. Alles, was anderen Menschen dient, alles, was anderen Menschen hilft, ist spirituell. Und hier geht es ganz klar darum, dass du die Entscheidung hast, diese Brücken zu bauen vom Alten aufs Neue, Entscheidungen zu treffen und einfach mal oder das Alte abzubrechen und endlich mal eine neue Brücke aufzubauen. Fühl in dich hinein, wo du da stehst beruflich und triffe ganz klare Entscheidungen, weil du hast die Kraft dazu. Die allgemeinen Karten sagen dir ja, du hast die Kraft dazu, stehe zu deiner Wahrheit. Hier nochmal, stehe zu deiner Wahrheit. Finde die Wahrheit über dich selbst heraus. Baue Brücken, neue wie auch vielleicht alte Brücken ab. Vielleicht ist es ja auch ein Thema, dass du in deinem beruflichen jetzt nicht glücklich bist, aber aus finanziellen Gründen dich daran festhältst. Oder vielleicht denkst du dir auch, ich schaffe das nicht, weil ich vielleicht keine Ausbildung darin habe, weil es vielleicht nur ein Hobby ist, was auch immer. Hier wirst du aufgefordert, dich zu entscheiden. Entscheide dich für deine Kraft, entscheide dich für dich, weil du das nämlich kannst. Und es öffnen sich dich Türen und du wirst geführt. Du wirst geführt, damit du deine Lebensaufgabe erfüllen kannst. Und hier sagt er dir, breite deine Flügel aus und flieg und unterschätze dich selbst bitte nicht. Du hast die Kraft dazu und fokussiere dich auf deine Ziele, denn du wirst sie erreichen, sei es finanziell oder auch beruflich. Hier bitte ich dich darum, bei dir zu bleiben, an dich selbst zu glauben und dich auf gar keinen Fall von deinen Ängsten oder vielleicht auch von anderen Menschen, die dir das nicht gönnen oder dich klein machen oder dir immer wieder sagen, dass du das nicht schaffen tust, zu trennen und an dich selbst ganz fest zu glauben. Und vor allem, take care of yourself. Sei liebevoll im Umgang mit dir selbst und glaub an dich selbst, damit auch diese Heilung zu dir kommen darf. Sehr schöne Karten. Ja, dann werde ich den Fokus hier vorne stellen und dann gehen wir weiter zu deinem Liebesthema für diese nächste zwei Wochen. Ja, als erstes kommt der Nah, wie lustig. Ich habe ja noch gesagt, ich fühle mich wieder nah, wo einfach noch nicht so ganz weiß, wo es weitergeht. Und jetzt kommt er auch schon. Ich habe ja gesagt, ich kann mich für keine der drei entscheiden. Ich muss ganz ehrlich sagen, es passt auch, weil ich jetzt bereits hier Themen gefunden habe, die ganz klar auf meine Thema auch eingehen. Also ist mir auch klar, bestimmt werde ich bei den anderen zwei auch etwas finden. Also fühl in dich hinein. Bei dem Nahen, ja, der Träumer, der Erzengel Metatron kommt. Ganz lustig, weil ich hatte mich so nicht können entscheiden, ob ich den Stein in Gabriel oder Metatron einweihen soll. Jetzt ist aber so, dass ich es jetzt doch in Gabriel eingeweiht habe, aber der Metatron ist trotzdem gekommen. Und hier geht es um die Träume. Der Nah, die Zahl 0 ist der Nah. Und der sagt dir, ein Vertrauensvorschuss, folge deine Träume, unerwartete Möglichkeiten. Und hier geht es um die Liebe. Öffne dich für das Neue. Lass dich auf das Neue ein. Vielleicht bist du bis jetzt einfach immer in einer Beziehung, in deinen Themen von Beziehung eingeschlossen gewesen. Vielleicht geht es auch hier darum, aus einer alten Beziehung auszubrechen. Wir haben ja hier schon mal das Thema gehabt, dass es sich eventuell kann auch um ein Beziehungsthema handeln, dass da hier darum geht,
einen Neubeginn zu starten, ob es jetzt in einer bestehenden Beziehung ist, dass du vielleicht jetzt eine Krisenzeit hinter dich hattest und hier jetzt geht darum, ja, eine bestehende Beziehung wieder zu vertiefen und kommt hier Vertrauensvorschuss, gibt dieser Beziehung einen Vertrauensvorschuss. Hier geht es wirklich auch um diejenigen, die in einer Beziehung sind mit dem Wunschpartner, die sie auch lieben, weil wir haben ja hier wieder diese allgemeine Legung, die ich nach wie vor immer wieder sage, ich versuche verschiedene Interpretationen reinzubringen für die Singles, für die in einer Wunschpartnerbeziehung und für die Dualseelenbeziehungen. Hier geht es ganz klar darum, wenn es hier um einen Beziehungspartner handelt, mit dem es in letzter Zeit viel Schwierigkeiten gegeben hat, dann wirst du hier aufgefordert, deinem Partner oder Partnerin einen Vertrauensvorschuss zu geben. Folge deine Träume und eine unerwartete Möglichkeit öffnet sich dir auch hier in dieser Beziehung. Selbst wenn du das Gefühl hattest, diese Beziehung hat überhaupt keine Chance mehr, diese Karte sagt dir, warte mal, gib einen Vertrauensvorschuss, folge deine Träume, gib nicht so schnell auf und erwarte eine das Unerwartete, sag ich mal. Unerwartete Möglichkeiten werden sich dir da öffnen, die du vielleicht gar nicht jetzt in der ersten Moment so im Blickwinkel hattest. So, das ist jetzt die eine Variante. Das war ja bezogen auf diese allgemeine Legung, dass ich gesagt habe, ich wüsste jetzt nicht so hundertprozentig, worum es hier geht. Bei denjenigen, die jetzt zum Beispiel Single sind, heißt das einfach, du öffnest dich für das Neue nach vielleicht einer Zeit, wo du dich zurückgezogen hast und wolltest vielleicht auch mit Beziehungen nichts mehr zu tun haben, dass du dann gesagt hast, ja, ich brauche jetzt erstmal eine Zeit für mich selber und ich bin ja so verletzt worden, ich will mich jetzt gar nicht mehr auf das Neue einlassen oder mich da irgendwie noch weiter verletzen zu lassen. Hier wirst du aufgefordert, einen kleinen Vertrauensvorschuss zu geben. Vielleicht lernst du jemanden in den nächsten 2 Wochen kennen oder hast schon bereits jemanden kennengelernt. Und da jetzt Merkur rückläufig war, kann möglich sein, dass das da jetzt diese erste Begegnung nicht so gut gelaufen ist oder ihr wolltet euch treffen und er ist abgesprungen oder er hat sich komisch verhalten. Vielleicht hat das so sein sollen, weil glaub mir, hättest du in der ersten 2 Wochen irgendetwas mit diesem Wunschpartner oder mit diesem Mann oder Frau, die du jetzt gerade kennengelernt hast, etwas angefangen, dann wäre es in der Hose gegangen, egal wie es gegangen, weil Merkur ist ab morgen wieder in der richtigen Bahnen. Und jetzt wirst du aufgefordert, den Person oder die Person, die jetzt vielleicht es verbockt hat, die letzten 2 Wochen einen Vertrauensvorschuss zu geben, folge trotzdem noch deine Träume, glaube daran und es öffnet sich eine unerwartete Möglichkeit. Vielleicht hast du dir auch gedacht gehabt, eigentlich ist der Typ nichts oder die Frau nichts, ich schmeiß die in die Tonne, das bringt überhaupt nichts und doch ändert sich jetzt etwas, weil Merkur am Morgen wieder in der richtigen Richtung, in der richtigen Bahn läuft und deine Angebetete oder Anbetetin, ich weiß nicht, wie man das Weiblichen ausspricht, tut mir leid, Deutsch ist nicht meine Muttersprache, also auf jeden Fall der Angebetete, männlich oder weiblich, jetzt plötzlich eine geistige Umnachtung hatte und das Gefühl hat, oh doch, ich will jetzt dich doch unbedingt treffen, gib mir jetzt noch eine Chance. Und hier wird der Single jetzt aufgefordert, ja, dem einen Vertrauensvorschuss zu geben, weil es sich hier eine unerwartete Möglichkeit ergibt. Bei den Dualseelen das gleiche Spiel in Grün. Gib deinem Dual diesen Vertrauensvorschuss, auch wenn du weißt, dass jetzt momentan bei den Dualseelenlegungen die Loslasserinnen oder Loslasser, wir haben ja auch männliche Loslasser, sich jetzt komplett von ihren Dualseelen zurückgezogen haben, von den Gefühlsklärer oder Gefühlsklärerinnen, zurückgezogen haben, weil sie gesagt haben, weißt du was, ich habe jetzt auch überhaupt keinen Bock mehr auf dieses Spielchen, ich möchte ganz jetzt Klarheit, ich möchte ein Neubeginn, ich möchte eine Partnerschaft, die funktioniert, ich möchte eine Partnerschaft, die nicht mehr immer on und off ist, ich habe keinen Bock mehr auf dieser Mist. Hier wirst du auch nochmal aufgefordert, deinem göttlich-männlichen oder deinem göttlich-weiblichen Dualseelenanteil, je nachdem, ob sie oder er der Gefühlsklärer ist, nochmal bitte einfach den Vertrauensvorschuss zu geben. Folge deine Träume aber dennoch weiter und erwarte etwas, was vielleicht du nicht für möglich gehalten hättest, was diese Angelegenheit anbetrifft. Bleib offen. Ich sage jetzt nicht, verfalle wieder in diesem Klammer-Situation. Es ist schon okay, dass du loslässt, aber gib nicht ganz auf oder ja, gib dem Gegenüber noch einen Vertrauensvorschuss.
ich weiß, dass Dualseelenbeziehungen nicht einfach sind und ich befinde mich ja selbst in so einem und weiß auch, wie es mir dabei geht, dass ich oft denke, boah, weiß ich, ich habe einfach echt keinen Bock mehr auf diesen Mist und warum soll ich mir überhaupt meine Zeit verschwenden an sowas? Meine Jahre gehen an mir vorbei und immer diese never ending story, ich habe keinen Bock mehr drauf und deswegen habe ich auch gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt weiter. Dennoch weiß ich trotzdem, dass auch ich aufgefordert werde, diesen Vertrauensvorschuss zu haben. Also an alle Loslasserinnen und Loslasser, wenn es um eure Duale geht, dann gebt bitte jetzt momentan nicht darauf. Es scheint sich da eine unerwartete Möglichkeit zu geben und dass ja, eure Gefühlsklärer oder Gefühlsklärerin verdient einen Vertrauensvorschuss. Kann gut sein, dass das sich jetzt wirklich etwas Positives tut. So. Und dann gehen wir weiter. Da habe ich aus den Engelkarten kam erstens Engel des Selbstwert und Selbstvertrauen. Was für ein Ironie, ne? Guckt euch das mal an. Ne? Der Engel des Selbstwert und des Selbstvertrauen. Hier geht es ganz klar darum, dass du in deinem Selbstwert und in deinem Selbstvertrauen bleibst. Hier geht, ich erlaube mir, selbstbewusst und selbstsicher zu sein. Und hier geht es auch um das Thema Liebe. Ob du jetzt in einer Beziehung bist, die vielleicht jetzt nicht funktioniert hat, eine Zeit lang, oder in eine Krise gesteckt hat, weil es für uns alle jetzt gerade eine sehr schwere Zeit war. Und vielleicht auch unsere Selbstwertgefühle kaputt gemacht hat. Hier geht es ganz klar darum, im Vertrauen zu bleiben und erlaube dir, selbstbewusst und selbstsicher aufzutreten, egal worum es in deiner Partnerschaft geht. Und bleib und heile dich selbst, bleib selbstbewusst und in deinem Selbstwert, selbst wenn du wieder mit deinem Partner zusammenkommst, weil du hast dich verändert, du hast einen Heilungsprozess durchgestanden, du bist durch Transformation gegangen, jede. Du wie auch dein Partner, mit dem du zusammen bist. Und guck mal, das sagte dir ja auch. Ein positives Endergebnis ist dir hier sicher. Und hier geht es ganz klar darum, auch den Mut dazu zu haben, was Neues zu beginnen mit deinem Wunschpartner, mit dem du vielleicht jetzt gerade Probleme hattest. Die zweite Karte sagt dir Engel für Kraft und Stärke. Ich erwecke meine Kraft und Stärke in Liebe. Und hier wird natürlich aus nah auch aufgefordert, ein Vertrauensvorschuss fordert auch Kraft und Liebe und Stärke, weil man kann ja nur jemandem wieder ein Vertrauen schenken, wenn man in seinem Selbstwert ist, wenn man weiß, dass man nicht mehr wieder verletzt werden kann, wenn man in diesen Heilungsprozess gegangen ist, seine Selbstwertgefühle geheilt hat, seine Selbstvertrauen gestärkt hat. Und dann kann der Partner, der Wunschpartner oder vielleicht der Beziehungspartner, von dem man sich getrennt hat oder vielleicht auch in eine Krise gesteckt hat oder sich vielleicht auch räumlich einfach nur getrennt hat, kann man den wieder eine Chance geben, weil man weiß, dass man in dem Selbstwert und Selbstvertrauen bleiben kann und dass man auch die Kraft und die Stärke hat, in Liebe zu handeln. Hier ganz klar wirst du auch aufgefordert, hier dir den Mut anzueignen und auch die, also einerseits, die, Entschuldigung, das Vertrauen anzueignen und auch deinen Mut. Und auch hier ist das Endergebnis auf jeden Fall positiv. Bei denjenigen, die jetzt natürlich Single sind, heißt das natürlich, trete deinem Wunschpartner oder den du kennengelernt hast oder den du kennenlernen möchtest, mit Selbstvertrauen und Selbstwert entgegen. Du hast die Kraft und die Stärke dazu, dich auf eine neue Bindung einzulassen. Es wird nicht dir wieder das Gleiche passieren, wie es dir bereits schon passiert ist. Vielleicht in der vergangenen Beziehungen, weil du damals nicht in deinem Selbstwert warst, nicht in deiner Stärke und in deiner Kraft warst. Und hier wirst du ganz klar aufgefordert, einen Vertrauensvorschuss auch dir gegenüber zu geben, dass du das kannst, dass du diesen Selbstwert und Selbstvertrauen jetzt hast und dass dir nie mehr wieder irgendetwas geschehen kann, dass du kannst ohne Angst deine Träume weiter folgen und das Unerwartete auch
erwarten, weil ich komme immer wieder auf die Energien hier vorne, die er sagt, vertraue und hab den Mut dazu, an dich selbst zu glauben, du hast dich verändert, denn es ist dir hier eine positive Endergebnis hundertprozentig gegeben. Also spring, breite deine Flügel aus und als Single geh auf die Welt zu und vertraue darauf, gib dir selbst einen Vertrauensvorschuss, dass du eine neue Bindung eingehen kannst, wenn es natürlich einen Partner gegeben hat, einen Wunschpartner gegeben hat, der vielleicht jetzt die letzten 2 Wochen ein bisschen gebockt hat oder vielleicht auch länger, dass du da weißt, dass du in deinem Selbstwert und Selbstvertrauen bist und Kraft und Stärke bist und dass du ihm ja, diesen Vertrauen geben kannst, ohne Angst davor zu haben, dass er dich verletzen könnte, weil das kann dir nicht wieder passieren. So. Die nächste Karte sagt der Seek the True. Du hast dauernd die Karte der Wahrheit, Suche nach der Wahrheit. Und hier sagt er dir, Suche nach der Wahrheit. Du siehst ja auch, hier sind das steht ein Kind und die hat den Vorhang aufgemacht und guckt jetzt durch diesen Vorhang hinweg, sucht die Wahrheit. Such deine Wahrheit. Such die Wahrheit in der Liebe. Was möchtest du? Geh selbstbewusst auf das zu. Der Narr steht ja immer vor dem Neubeginn. Der weiß nicht, der hat eine Transformation durchgestanden. Du siehst hier ist auch hier diese Spirale. Der hat eine Transformation durchgestanden von einem Alten in einem Neuen. Er steht jetzt hier mit seinem Hund in das Neue, weiß nicht, was auf ihn zukommt. Und ja, er hat aber, er oder sie, hat auf jeden Fall Selbstwert und Selbstvertrauen, Kraft und die Stärke, etwas Neues zu beginnen und die Suche nach der Wahrheit. Suche die Wahrheit in dir, denn du hast sie in dir drin. Suche heraus, was du gerne möchtest. Was möchtest du in einer Beziehung, wenn du Single bist oder auch wenn du in einer Partnerschaft dich befindest. Suche nach der Wahrheit. Für die Dualseelen gilt das Gleiche. Wenn eure Dualseele jetzt wieder zurückkehrt und nochmal ein Gespräch mit euch möchte, dann vielleicht zieht ihr zurück, euch zurück, weil ihr Angst habt, dass er könnte eure Selbstwertgefühle oder Selbstvertrauen wieder kaputt machen oder ihr die Kraft und die Stärke nicht habt, ihm zu widerstehen oder ihr zu widerstehen. Entschuldigt, dass ich immer ihn sage, aber meistens sind wirklich alle Männer Gefühlsklärer. Aber ich entschuldige mich immer wieder bei den Männern, die jetzt Loslasser sind. Bitte verstehe nicht falsch, dreh das einfach in deinen Kopf um. Es gilt auch für die Männer. Wenn du das Gefühl hast, dass eine Gefühlsklärerin jetzt deine Selbstwertgefühle oder Selbstvertrauen wieder kaputt machen könnte und deine Kraft und deine Stärke in Frage stellen würde, das kann dir nicht mehr passieren. Du bist nicht mehr der, der du warst. Du bist der Narr, der jetzt einen Neubeginn startet. Du bist der du hast dich verändert. Du hast den Mut dazu, deine Flügel auszubreiten und an dich selbst zu glauben, weil du immer und immer wieder mit dieser Karte konfrontiert bist und dass es dir gut gehen wird. Und suche die Wahrheit auch in deiner Dualseelenbeziehung. Hör dir die Wahrheit an. Es ist vielleicht jetzt auch die Zeit, dass die Wahrheit ans Licht kommt und du jetzt endlich mal erkennen wirst, worum es hier geht. Und die Lenormand-Karte kommt natürlich mit dem Baum. Es verwurzelt sich etwas. Der Baum steht ja auch in einer Beziehung, für eine gesunde, eine Beziehung, die ewig dauert, eine langhaltende Beziehung, eine gesunde Beziehung, die ewig dauern wird. Natürlich ist auch die Karte der Geduld. Wer möchte schon den hören? Keiner wahrscheinlich, aber leider Gottes wird das wahrscheinlich ein Thema sein, die wir immer und immer wieder zu hören bekommen. Aber hier geht es auch darum, um die Wahrheit zu finden, muss man auch geduldig mit sich selbst sein. Und suche die Wahrheit, suche für dich die Wahrheit, damit du deine Träume verwirklichen kannst. Und dann haben wir natürlich auch aus dem Deck, hoppla, Entschuldigung, habe ich jetzt irgendetwas verschoben hier vorne, aus dem Deck für die Liebesorakeln von dem Chuck Spezzano. Ich glaube, er heißt so, bin jetzt nicht so 100% entschuldigt, habe ich hier 2-mal Heilungskarten und 1-mal Glückskarte und 1-mal eine Falle. Ja, ich beginne erstmal mit den Falle. Der Falle steht Beziehungsverschwörung. Ja, es kann möglich sein, dass es hier um eine Drittperson geht. Hier ist natürlich möglich, dass wir
entweder wenn für diejenigen, die in einer Partnerschaft sind, vielleicht war eine Nebenbuhler da oder man ja, haben sich Drittpersonen eingemischt in der Beziehung und haben relativ viel kaputt gemacht. Und hier geht es ganz klar, sich davon zu befreien, von dieser Beziehungsverschwörung. Es wird sich auch befreien. Wenn es natürlich dann darum geht, dass der Dualseele, ja, der männlich-göttlich-männliche Dualseelenanteil jetzt irgendwie sich da zurückgezogen hat und vielleicht auch mit einer anderen Frau zusammen war, dann ist diese Energie nach wie vor einfach präsent. Du wirst aber aufgefordert, diese Energie aufzulösen. Die Karte 54 ist ja auch der Quersumme 9, es steht ja für die Vollendung. Und hier sieht man ja auch diesen Mann, er ist in dieser Kette gefangen von dieser Beziehungsverschwörung, dieser Beziehungsfalle. Er weint die Frau nach, der einen anderen Mann geheiratet hat. Und hier wirst du auch aufgefordert, dich davon zu befreien, egal worum es geht. Es geht darum, dich von dieser alten Beziehungsverschwörung loszulassen, zu vergeben. Weil du hast dich verändert. Es kann dir nichts mehr passieren. Die Engel kommen hier und sagen dir, ich erlaube mir, selbstbewusst und selbstsicher zu sein. Und ich erwecke meine Kraft und Stärke in Liebe. Befreie dich von dieser alten Energie der Beziehungsverschwörung. Auch für die Singles und auch Wunschpartner. Hier scheint in der Vergangenheit etwas passiert zu sein, der euch hier noch belastet. Und das ist aber die einzige negative Karte, weil, wenn ich euch dann zeigen darf, sind die nächsten Karten alle sehr positiv. Es geht hier darum, sich wieder zu verlieben, Selbsthingabe und Geben. Einmal kommt die Glückskarte, sich verlieben. Ob es jetzt in einer Beziehung ist, dass man sich neu verliebt, oder in einer Single-Beziehung ist, dass man sich verliebt oder dem Wunschpartner auf dich zukommt und ihr euch verliebt. Ist egal. Die Quersumme 23 steht ja für 5 und 5 steht für positive Veränderungen. Veränderungen, die auch in der Liebe auf dich zukommen. Und hier geht es einfach auch darum, ich erwecke meine Kraft und meine Stärke in Liebe und verliebe mich neu in das Leben. Ich verliebe mich neu in meinen Partner. Ich verliebe mich neu in den neuen Partner oder in meinen Wunschpartner oder in mein Dual. Und lasse diese alte Energie endgültig jetzt gehen, weil das mir nicht mehr dient, weil ich das einfach nicht mehr brauche und ich vergebe, weil ich erwecke meine Kraft und Stärke in Liebe, bedeutet auch Vergebung. Und hier geht es um die Selbsthingabe, die Heilung, bereit zu sein, das Herz wieder zu öffnen, dem Partner wieder das Herz zu geben, ohne Angst zu haben, verletzt zu werden, weil hier sagen dir ja die Engel, du hast ja dieses Selbstwert und Selbstvertrauen, es kann dir nichts mehr passieren und auch die Kraft und die Stärke. Und hier ist Selbsthingabe, öffne dich, erlaube die Liebe wieder in deinem Leben, auch für diejenigen, die Single sind, öffne dich für die Liebe, erlaube die Heilung durch die Liebe geschehen und sei auch bereit zu geben. Vielleicht hast du dich in letzter Zeit komplett zurückgezogen, ob jetzt in deiner Beziehung, ob Single oder in einer Dualseele oder Wunschpartnerbeziehung, ist egal. Vielleicht hast du dich zurückgezogen, was nicht bereit zu geben, aus Angst davor verletzt zu werden oder wieder verletzt zu werden. Hier sagte dir die Karten, die kann das nicht mehr passieren. Du darfst wieder geben. Meine Lieben, das sind ja eigentlich wunderschöne Kartendecks für diejenigen, die sich für den ersten Deck entschieden haben. Ich bedanke mich herzlich, dass ihr zugeschaltet habt und wünsche euch eine wunderschöne Woche. Aber bevor ihr jetzt ausschaltet, habe ich noch eine Botschaft für euch. Und zwar wollte ich euch diesen Deck zeigen. Und zwar, das ist von Pascal Voggenhuber, er ist ein Schweizer. Und zwar geht es um eine persönliche Botschaft. Das ist jetzt ein Deck, wo ich gestern geschenkt bekommen habe. Und bei diesem Kartendeck geht es darum, dass du mit einem geistigen Führer in Kontakt treten kannst. Und ich habe den Seelengruppen, die sich für den ersten Deck entschieden haben, habe ich den geistige Welt gebeten, euch eine Botschaft zu geben auf eurem Weg für die nächsten 2 Wochen. Und da kam die Karte Berufung. Wie passend zu eurem Deck. Ne? Und das ist ja auch wieder orange. Und es ging ja um Vertrauen zu haben, um den Mut zu haben. Und wie war das so schön da bei der zweiten Karte? Fokussiere dich,
breite deine Flügel aus, entscheide dich, du hast die Kraft, my highest potential, deine höchste Potenzial, Angel of Choice, und hier kommt Berufung als Botschaft und die werde ich dir jetzt auch vorlesen. Und zwar, hier kommt die Botschaft, deine Berufung ist das, was dir am meisten Freude macht. Das ist eine Tätigkeit, die du auch tun würdest, wenn du kein Geld dafür bekommst. Hab keine Angst, dass du zu wenig Geld vom was hast, wenn du das tust, was dich glücklich macht. Was du auch tun würdest, ohne dass du was dafür bekommst, Geld, Lob, Anerkennung, das ist deine Berufung. Berufung hat nicht nur mit deinem Beruf zu tun, denn der Beruf ist das, was wir tun, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Berufung ist viel mehr. Mach dir heute mal Gedanken über deine Berufung. Lebst du sie schon? Dann such dir mindestens 10 Dinge, die du unglaublich gerne machst, die du so oder so machst und kreiere daraus deinen Beruf. Deinen Beruf gibt es wahrscheinlich noch nicht, also erfinde deinen Beruf, dann hast du deine Berufung. Doch diese Karte kann auch ein Hinweis sein, dass du deine Berufung schon längst gefunden hast. Ist das der Fall, wirst du es sofort erkennen. Ja, meine Lieben, ich denke einfach, es geht darum bei euch, dass ihr eure Berufung schon gefunden habt, aber euch fehlt ein bisschen der Mut, es auch zu leben. Kenne ich von irgendwas woher, geht mir auch so. Meine Legungen, meine Kartenlegungen und meine berufliche Arbeit als Heilerin und Lehrerin und Millionen andere Sachen, die ich noch nebenbei mache, sind schon meine Berufung, aber ich traue mir auch nicht so ganz, das ganz zu machen und bin immer noch da ein bisschen gehudelt mit vielen Jobs und ja, die Sicherheiten, das alte liebe Thema. Also hier werden wir wirklich alle aufgefordert, zu glauben an uns und an unsere Berufung und an das zu glauben, was wir tun. So. Ja, meine Lieben, dann bedanke ich mich herzlich, dass ihr zugeschaltet habt. Ich hoffe, ich konnte euch für die nächsten 2 Wochen ein paar wunderbare und schöne Botschaften weitergeben. Und ich wünsche euch ganz sonnige, schöne Zeiten bis Ende April und mit Frohmut in das Monat Mai. Ich werde dann im Mai, freue ich mich schon auf das Monatsorakel im Mai. Ja, dann bedanke ich mich herzlich, dass du zugeschaltet hast. Ich würde mich über deinen Kommentar und deinen Like sehr freuen. Falls es das bei dir eingetroffen ist oder eine der Interpretationen dich angesprochen hat. So. Dann widme ich mich jetzt natürlich dem zweiten Deck. Und das lassen wir jetzt mal da weiterhin stehen. Natürlich der Ganesha mit der Healing. So, und jetzt werde ich mal da diesen Deck wegräumen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, die aus dem ersten Deck. Aber aufgrund von dem Platzmangel muss ich jetzt da ein bisschen umdisponieren. So, jetzt widmen wir uns dem zweiten Deck. Diejenigen, die sich jetzt natürlich für den süßen Frosch entschieden haben, das Herzchakra, schauen wir mal, was euch allgemein diese Woche, die nächsten 2 Wochen erwartet. Ja, als erster kam 4 der Erde. Man ist entweder zu spendabel oder zu knauserig. Durch gute Geschäftsentscheidungen und Ärmeren von Herzen geben. Ja, das ist ein bisschen ein allgemeines Thema. Es geht ja auch um die 4. Münze. Und hier geht es einfach halt auch ein bisschen darum, dass eventuell aufgrund von Erfahrungen, die dir widerfahren sind, oder vielleicht Ängste, die du in dir drinnen hast, Sicherheitsängste, Existenzängste, du entweder alles hortest,
aus Angst davor oder für schlechte Zeiten hort das mehr oder weniger. Und hier wirst du aufgefordert, da ein kleines bisschen mehr in den spendable Bereich reinzukommen und auch mal den Ärmeren was zu geben, weil ich sage mal auch Energie, also Geld ist ja Energie, auch wenn man Waren anhäuft, also ich sage jetzt mal, sich von Sachen nicht trennen kann, das ist auch eine Energie. Und vielleicht geht es nicht nur jetzt hier in, ganz um, um Sachen, die um Geld, sondern auch um dein Haus entrümpeln, deine Speicher mal entrümpeln, Sachen wegzugeben. Ich sage oft mal, Klamotten, die länger als ein Jahr im Schrank hängen und ich es nicht angezogen habe, haben dort nichts mehr zu suchen, aber auch im Speicher haben sie nichts mehr zu suchen. Und oft passiert mir aber, dass ich jedes Jahr den Sack vorhole und will das Kleid reinschmeißen und denke mir, ah, die ist aber dann doch schön und vielleicht passe ich ja doch wieder mal rein und ja, vielleicht ziehe ich sie doch wieder an und schon wieder hängt sie in meinem Schrank. Ja, toll. Super, und nächstes Jahr habe ich das gleiche Problem immer noch. Ich passe immer noch nicht rein und ich habe sie immer noch nicht angezogen. Also hier geht es auch darum, dich zu entrümpeln ein bisschen. Ja, und hier geht es aber auch eventuell um das Gegenteil, nämlich, dass es darum geht, dass du vielleicht zu spendabel bist und sollst mal da eine Grenze setzen und nicht zu viel geben, weil du dann auch keinen Gleichgewicht vom Geben und Nehmen in dem Moment hast, wenn du zu viel gibst. Und hier geht es ganz klar darum, deine, ich muss mal gucken, was ich machen soll, damit es nicht so spiegelt, jetzt ist besser. Und hier geht es ganz klar darum, dass du einfach hier ein Gleichgewicht schaffen sollst zwischen Geben und Nehmen. Einfach nicht zu viel geben, nicht zu wenig, nicht zu viel horten, sondern einfach mal auch etwas von dir weggeben. Und hier geht es aber auch um gute Geschäftsentscheidungen. Also diese zwei Wochen geht es auch um ganz klare Entscheidungen beruflich. Momentan kann ich mit dieser allgemeinen Legung noch nicht viel anfangen. Es ist einfach eine einzige Karte. Ich gucke jetzt mal, was als nächstes kommt. Und hier kommt Nurture All Your Love. Ja, hier scheint es schon mehr so um das Thema Materielle zu gehen. Und vielleicht bist du aufgrund von Erfahrungen, die du gemacht hast, schon ein bisschen mehr in diese Kopflastigkeit, in diese ja, Sicherheitsdenken. Hier geht es auch darum, einfach mehr zu vertrauen, dass für dich alles da ist, was du benötigst. Und dass du mal vielleicht auch nicht immer denkst, ja, es fehlt etwas, vielleicht auch von diesem Mangeldenken mal ein bisschen wegzukommen, weil in der nicht alles täuscht, ist der vierte Münze in der Tarot, diese Karte, wo auch um diesen Bettler geht, wo da ja, sich selbst bemitleidet und einfach auch mal ja, kein Vertrauen darin hat, dass das Leben für dich sorgt. Und hier geht es auch ganz klar darum, da ein bisschen mehr ins Vertrauen zu kommen, dass für dich alles da ist, von dieses Mangeldenken mal wegzukommen und auch vielleicht mal celebrate your success, dass du mal auch die Ziele, die du bis jetzt erreicht hast, mal im Auge behältst und mal nicht immer so viel Negatives denkst, dass du, ja, es können schlechte Tage kommen und da muss ich horten und horten und horten, sondern nein, sieh mal, was du alles bis jetzt erreicht hast, hab Vertrauen, dass für dich gesorgt wird, hab auch den Mut dazu, neue Geschäftsideen einzugehen und nicht immer an Geld zu denken, dass es dann könnte fehlen oder es könnte in der Hose gehen und bring mal auch diese Energie in die Heilung, weil wir hatten ja, der Frosch steht ja für das Herzchakra, es geht ja für die Herzqualität und guck mal die Karte, das Grüne, wie auch so grün wie auch dein Fröschchen, ich stelle es nämlich auch sogar noch neben dran, damit du es mal auch so kurz mal kannst anschauen. Ja, hier geht es auch darum, dass du da mehr in diese Herzqualität kommen sollst, weil das ist keine Herzqualität, das ist ein Kopfqualität. Und wir haben ja gesagt, hier geht es um das Herzchakra. Das Herzchakra möchte sich öffnen und hier sagt dir, guck mal, wieder grün, sagt dir die Karte Nurture All Your Love. Love, und da geht es darum, du sollst deine Liebe nähren. Hier scheinst du aufgrund von irgendwelchen Situationen, die dir widerfahren sind in deinem Leben oder vielleicht auch vom Elternhaus, in einem
mehr materiell behaftete Gedankenmuster festzusitzen. Vielleicht ist dir auch in letzter Zeit was passiert aufgrund von beruflichem Verlust oder hast vielleicht jetzt auch einen Job verloren oder du befindest dich gerade in einer Trennung, wo es dann auch um viel Geld geht, wo man dann abgibt oder du traust dich nicht, dich zu trennen von dieser Beziehung, weil die Sicherheiten dir wichtig sind. Da heißt diese Karte, sagt ganz klar, komm mehr in dein Herz, vertraue, dass für dich gesorgt ist. Hab den Mut dazu, deine Flügel auszubreiten, um was Neues zu beginnen, auch wenn es um berufliches Thema geht. Und hier heißt es aber auch natürlich, hab den Mut dazu, einfach in deine Emotionen zu kommen, vielleicht auch mal den Sprung zu wagen in das Neue. Und einfach mal von diesen stagnierten Energien des Kopfdenkens, des Verlustangstes rauszukommen, weil hier ist dir auf jeden Fall das Endergebnis positiv. Also auch hier heißt das, vertraue, dass für dich jederzeit gesorgt ist, komm mehr vom Kopf ins Herz, vertraue mehr auf deine Herzenskraft, auf deine Intuitionen, vertraue, dass du deine Flügel ausbreiten kannst und vertraue, dass du nach vorne gehen kannst, ohne irgendwelche Verlustängste oder man wird dir nichts wegnehmen, du wirst aber auch nichts verlieren und wage mal auch was Neues. Vielleicht geht es auch hier einfach um eine Geschäftsidee, es ist eine allgemeine Legung. Es geht auch vielleicht um eine Beziehung, Angst davor zu haben, sich auf eine Beziehung einzulassen, weil man einfach vielleicht aufgrund dessen, dass man eine Beziehung schon mal hatte und dadurch starke Existenzängste durchstehen musste oder finanzielle Ängste durchstehen musste, dass da darum geht, dass es jetzt die Zeit dazu gekommen ist, diese Energie in die Heilung zu bringen, weil in die Herzqualität zu kommen, vom Kopf wegzukommen und hier auch nach vorne zu gehen, ohne Angst davor zu haben, etwas zu riskieren, beruflich wie auch in der Liebe. Also komm von dieser wahnsinnige Verlustangst oder von wahnsinniger Existenzangst raus und wage was Neues, weil da will was heilen, da will was aus dir raus und du sollst da mehr deine Liebe nähren. Du bist da wahnsinnig kopflastig, du bist da wahnsinnig von deinen Ängsten kontrolliert. Aus Sicherheitsängsten wirst du da gesteuert und hier geht es ganz klar darum, den Mut aufzubringen, in deinem Herz zu kommen, dieses Thema zu heilen, auf dich selbst zu achten, für dich selbst auch was Gutes zu tun. Vielleicht hortest du auch viel zu viel und gönnst dir selbst nichts Gutes. Und du wirst auch aufgefordert, ganz klar diese Schritte zu machen, weil du wirst am Ende dadurch gewinnen. Und hier kommen natürlich die Delfine und sagen dir, suche die Wahrheit. Hier geht es ganz klar um die emotionale Heilung. Du siehst, das sind diese Delfine, die alle rausspielen. Die Delfine stehen ja für Verspieltheit, das Leben nicht so ernst zu nehmen. Und Emotionen, hier sagt er ja, nurture all your love. Nähre deine ganze Liebe. Und deine Emotionen sind total stagniert. Und hier geht es darum, guck mal, die Delfine kommen aus dem Universum und springen in dem Wasser, volle Freude und Verspieltheit. Bring wieder mehr Leben in deinem Leben, lache wieder, bring mehr, komm aus dieser Verlustängste, Existenzängsten raus, nähre wieder mehr deine Liebe, geh in die freie Natur. Guck mal, das ist alles grün, grün, grün bei dir und hier kommt die blaue Farbe, da geht es um die Farbe des Wassers, es geht um die emotionale Farbe, komm vielleicht auch aus diesem Schutzmechanismus raus, weil Verlustängste, Existenzängste haben immer mit Kontrolle und mit emotionalen Blockaden zu tun. Hier ging es ja auch um das Herzchakra, wir haben ja gesagt, du sollst ins Gleichgewicht kommen, bei dir selbst ankommen, deine Ängste loszulassen. Und hier geht es ganz drauf, coming to earth. Komm wieder zurück auf die Erde. Erde dich, vertraue in das Leben, wird wieder verspielter. Erkenne die Wahrheit, deine Themen und bring sie bitte in die Heilung. Das nächste, was kommt, ist der Peace, Guardian of the Earth Rainbow. Und da heißt es auch, es soll Frieden in deinem Leben kommen. Bring mehr Frieden in deinem Leben. Natürlich, wenn wir die ganze Zeit Angst haben und Angst davor haben, in irgendeine etwas zu investieren, sei es jetzt in die Liebe zu investieren. Für mich fühlt sich das schon eher mehr nach Liebe an. Aber ich sag mal, wenn in der Liebe stagniert, stagniert auch in den Finanzen und im Beruf. Es ist einfach so. Energie ist Energie. Es ist
ist nicht nur auf einer Seite blockiert, es blockiert sich auf alle Seiten. Und hier geht es ganz klar darum, bringe Frieden in deinem Leben. Komm wieder in Frieden in deinem Herzen. Bring dich ins Gleichgewicht, komm in Frieden. Das ist der allgemeine Deutung. Und hier haben wir noch die Frau, die weibliche Energie. Das da ist ganz, ganz klar eine männliche Energie. Wir hatten ja bei der ersten Legung den Mann, der soll in die Aktivität kommen. Bei dir heißt das, komm in deine weibliche Kraft, komm in deine Intuition, komm in dein Vertrauen, komm in die weibliche Energie hinein und komm wieder ins Fluss des Lebens. So, und meistens sind auch die Leute, die hier Verlustängste haben oder Existenzangst haben, sind extrem aktiv, ja, anzuhäufen, viel zu arbeiten, Geld auf der Seite zu schaffen oder einfach immer alles kontrollieren zu wollen. Und hier heißt es, wird mal ein bisschen passiv. Wir kommen in deine weibliche Energie, in deine weibliche Kraft, heile deine Emotionen, nähre deine Liebe, all deine Liebe und komme in den Frieden. Lasse das Alte los, diese alten Ängste sind weg. Die dienen dir nicht mehr. Ich sage ja nicht einmal, lasse los. Mir hat gestern meine gute Freundin am Geburtstag gesagt, ich bin gekennzeichnet von deinem Thema Loslassen. Du hast während der ganzen Ausbildung zu mir Loslassen gesagt. Ich sage, lass es gehen. Okay, dann sage ich jetzt auch, lass es gehen. Lass diese ganzen stagnierten Ängsten und Energien aus der Vergangenheit gehen. Sie dienen dir nicht mehr. Sie haben dir gedient, ja. Du bist daran gewachsen, aber jetzt ist Zeit, sie gehen zu lassen, damit das Neue in deinem Leben kommen kann, damit du deine Ziele, die du bis jetzt erreicht hast, auch feiern kannst. Komm in diese Verspieltheit der Delfine, heile deine Emotionen, bring sie wieder in Fluss, sei liebevoll wieder im Umgang mit dir selbst und passe auf dich selbst auf. Gönne dir auch mal was Gutes und komme aus dieser stagnierten Energie, alles horten zu wollen, aus Angst davor, dass dir etwas genommen wird, weg. Weil, wie wir schon bereits wissen, Angst ist eine Energie. Je mehr du Angst hast, desto mehr wird es auch passieren. Also, raus damit. Ja, dann gucken wir mal, was der Beruf und die Finanzen hier sagt. Ja, das scheint ja eigentlich ganz gute Karten zu sein. Und zwar als erste kommen sogar zwei Tarotkarten. Die räume ich jetzt mal hier weg. Ich werde sie zwar brauchen gleich wieder, weil wir immer wieder kombinieren. Das war ja die allgemeine Legung hier. Die lasse ich jetzt hier auf der Seite. So, als erstes kommt die zweite Erde. Zu viel auf einmal. Die Notwendigkeit, eine Entscheidung zu treffen. Denke über einen spielerischen Ansatz nach. So, wir haben jetzt. Ich lege dir diese Karte bewusst jetzt mal hier. Schau dir mal diese Karte mal an. Wir sehen hier eine Elfe, die fliegt spielerisch um die Gegend. Wir haben die Farbe Grün, Orange und Gelb. Und die ist total unbeschwert. Die lässt alles los und ist einfach ja, im Fluss des Lebens. Und hier haben wir erstmal das erste zu viel auf einmal. Ich habe ja gesagt, aufgrund dessen, dass wir diese Karte hier haben, die vierte Erde in der allgemeinen Legung, das ist stagnierend. Guck mal, diese Frau, wie sie verbittert oder irgendwie so ja, in einem Kampfzustand sich befindet. Ich finde, dieses Gesichtsausdruck ist so, komm ja nicht zu nah. So kommt es mir zumindest vor hier. Und sie hat ja auch diesen Korb voll mit ihrem Schätze und die gibt es nicht her. Und hier geht es ganz klar darum, dass du auch einfach mal das Zeug, was du hast, entrümpelst und mal weggibst. Gibt es andere Leute, die es nicht haben? Die Sachen, die du jetzt nicht mehr brauchst, damit du ins Fluss kommst. Und ich habe ja gesagt, wenn du in dieser Situation bist, dann bist du bestimmt eine, wo sehr viel tut, sehr aktiv ist, sehr viel macht, um noch mehr anzuschaffen. Und hier heißt ganz klar, zu viel auf einmal. Hör damit auf. Hör einfach damit auf, horten zu machen, zu tun, um deine Kontrollthemen in den Griff zu kriegen. Oder zumindest deine Verlustängste und deine Existenzängste zu kontrollieren. Sie sind einfach da. Schau sie an, lass sie los, gib sie in die Heilung, lass sie gehen. Lass sie gehen und hab den Mut dazu, etwas Neues zu beginnen. Hab den Mut dazu, deine Emotionen spielerisch
ja, nach außen gehen zu lassen, weil hier hast du ja gehabt die Delfine, die ich dir gesagt habe, komm in die Spielerische, und hier sagt er dir, denke über einen spielerischen Ansatz nach und triff eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung, ins Fluss des Lebens zu kommen, aus diesen stagnierenden Energien rauszukommen, gib wieder etwas mehr nach außen, sei spendabler. Wenn du zu spendabel bist, setz bitte Grenzen. Aber das hört sich für mich eher so an, als ob du eh mehr so in dieser Verlustangst, in dieser Existenzangst, in dieser Kontrollthemen festsitzt und nicht rauskommst aus diesem Thema. Und hier heißt das, fang mal einfach zu entrümpeln. Schmeiß alles, was du nicht mehr brauchst, weg. Wenn du Sachen, die du längere Zeit nicht mehr benutzt hast, gib es andere Leuten, die freuen sich doppelt darüber, und du wirst sehen, dein Herz wird aufgehen und du wirst merken, wie viel sich da in deinem Leben ins Fluss kommt, in das Spielerische kommt, und fang mir wieder an, mehr zu lachen. Bring einfach Bewegung in deinem Leben, indem du endlich eine Entscheidung triffst, etwas in deinem Leben zu verändern. Und der zehnte Wasser, das ist ja die Emotionen, die zehnte Kelche. Wir haben ja einmal, zweimal hier die Erde, und das sind ja die Münzen. Und hier haben wir das Wasser, die Emotionen. Ich habe ja immer gesagt, Geld und Gefühle sind immer miteinander verbunden. Und hier sagt er dir, ein erfülltes und behagliches Familienleben. Emotionale und materielle Bedürfnisse werden befriedigt, vertrauensvolle Beziehungen. Hier geht es darum, dieses Thema zu heilen. Also es ist wirklich für dich wichtig zu vertrauen, dass du ein erfülltes und behagliches Familienleben dir zusteht, dass deine emotionale und materielle Bedürfnisse werden befriedigt werden, wenn du wieder ins Fluss des Lebens kommst, wenn du loslässt, wenn du gehen lässt, teilst, das, was du nicht mehr brauchst, weitergibst und aus diesem Kontrollthema rauskommst, dann wirst du sehen, dass deine emotionale Stagnation sich wieder lösen wird und dass du in diesen materiellen Fluss wieder hineinkommst und dass auch du wieder vertrauensvolle Beziehungen eingehen wirst. Hier ist ganz klar für dich in diesem Bereich, ja, beruflich, wirst du aufgefordert, erstens einmal kürzer zu treten, weil du zu viel auf einmal machst, um deine finanziellen Sicherheiten zu gewährleisten, aufgrund von Existenzängste oder vielleicht auch aufgrund von Erfahrungen, die du in deiner Vergangenheit gemacht hast, dass du nicht wiederholen möchtest, weil du Angst davor hast, dass es dir wieder passiert, weil du um dem Wohl deiner Familie leben, dass du die Erfüllung deines Familienlebens gewährleisten möchtest. Vielleicht bist du alleinerziehender Vater oder alleinerziehende Mutter, wo einfach dafür sorgen möchte, dass es seinem Kind gut geht. Deswegen arbeitest du zu viel, hortest du zu viel, weil du nicht möchtest, dass deine Kinder oder dein Kind irgendwann einmal etwas Negatives erlebt. Hier geht es darum, aber eher mehr in die Fülle zu kommen, vom Mangeldenken wegzukommen, in die Fülle zu kommen, in das Fluss des Lebens zu kommen, zu vertrauen. Wir haben ja hier das Thema Vertraue. Hab den Mut zu vertrauen, dass da Heilung geschehen darf jetzt in diesen alten Themen, und vertraue darauf, dass du in das Ungewisse hineingehen wirst und dass du fliegen darfst und dass es für dich gesorgt ist, dass für deine emotionale und materielle Bedürfnisse werden gesorgt werden und dass du neue Beziehungen und Bindungen eingehen darfst mit Menschen, denen du auch darfst vertrauen. Die Vergangenheit ist vergangen, die alten Erfahrungen sind aufgelöst worden und du darfst jetzt volle Vertrauen in das Neue hineingehen, indem du deine Gefühle wieder öffnest, ins Fluss des Lebens kommst, in den Frieden kommst, in deine weibliche Kraft wieder kommst. Und als nächstes kommt dann die Karte
Reflect and redirect your energy. Also das sagt er auch, reflektiere und lenke deine Energien wieder in eine andere Richtung. Hier scheinst du auch beruflich irgendwie festzusitzen. Hier kommt irgendwie keine Bewegung rein. Entweder bist du einfach wahnsinnig viel am Arbeiten, um etwas zu erschaffen. Oft kommt mir das so vor, dass du dich unter deinen Wert vielleicht verkaufen tust. Vielleicht wirst du auch viel zu schlecht bezahlt. Du kommst irgendwie da nicht raus, weil du in einem ganzen starken Mangeldenken verhaftet bist. Hier geht es ganz klar darum, reflektiere nochmal deine Ängste, guck sie nochmal an und lenke deine Energien in eine andere Richtung. Lenke deine Energien in eine Richtung, wo es fließt, wo es um Vertrauen geht, wo es um, um Heilung geht. Heile diese Themen in dir. Die dienen dir nicht mehr. Egal, was dir in deiner Vergangenheit passiert ist, wenn du aus einer vergangenen Energie erschaffst, wirst du nach wie vor Mangel erschaffen. Wenn du aber in Vertrauen hineinkommst, dass für dich gesorgt ist, dass man für dich, dass das Universum dich nie im Stich lassen wird. Ich kann dir aus meinen eigenen Erfahrungen erzählen. Ich hatte Situationen in meinem Leben, da bin ich mit der Finger im Mund auf der Straße gestanden mit einem Baby auf der Arm und trotzdem bin ich immer über die Runde gekommen. Für mich wurde immer gesorgt und das ist das, was diese Karte dir sagen möchte. Hab Vertrauen im Leben. Komm im Fluss des Lebens. Komm in Bewegung. Schau mal, hier sagt die Karte, komm in Bewegung. Wird aktiv. Da kommt auch eine positive Botschaft auf dich zu. Vielleicht wartest du auf ein Jobangebot. Vielleicht bist du nicht glücklich in deinem Beruf, wo du jetzt da gerade machst. Und hier kommt eine positive Botschaft. Der Reiter ist eine positive Botschaft. Und steht zwar meistens zeitlich für 6 Wochen, aber da es ja für das nächste 2 Wochen Orakel ist, gehe ich mal davon aus, dass es hier ganz klar darum geht, dass du hier darfst in dich darauf freuen, dass eine positive Botschaft auf dem Weg zu dir ist, die dann auch Bewegung in deinem Leben bringen wird. Vielleicht geht es auch um eine Nachricht hier, dass es vielleicht wartest du auf eine finanzielle Botschaft oder auf einen neuen Job, wo auf dich zukommt, wo eben diese Familienleben in Fluss bringen wird, dich von diesen Existenzängsten rausreißen wird. Wichtig aber für dich ist hier ganz klar, aus diesem Mangeldenken rauszukommen, reflektieren und nochmal diese Energie in eine andere Richtung zu lenken, in eine Richtung, wo dir sagt, ich gehe das Ganze spielerischer an. Ich vertraue, dass das Universum für mich sorgt. Ich weiß, dass das schwer ist, aber bitte probier es einfach zumindest mal. Du hast nichts zu verlieren. Komm von diesem Mangeldenken in die Fülle. Arbeite daran, dass du deine Gedanken auf das Positive richtest und weniger auf das Mangel, sondern auf die Fülle richtest, dass für dich immer gesorgt wird sein. Wenn du da Hilfe brauchst mit Affirmationen, bitte schreib mich an. Ich schicke dir gerne kostenlos ein paar Affirmationen, wo dir vielleicht da weiterhelfen. Wie gesagt, das ist eine allgemeine Legung. Ich kann da jetzt nicht genau sagen, worum es geht. Der eine oder der andere, der sich für diesen Deck entschieden haben, die wissen schon, worum es hier geht und werden dann auch für sich selbst da ihre Geschichte finden. Ich kann nur sagen, was in etwa, worum es geht. Es geht um stagnierte Energien, es geht um Mangeldenken, es geht einfach um berufliche, zu viel auf einmal zu tun, um sich diese Sicherheiten aufrechtzuerhalten, aufgrund von Existenzängsten oder Verlustängsten. Und hier heißt es, bring das im Fluss, bring die Emotionen im Fluss, lass die Sorgen gehen, damit sie durch Vertrauen ersetzt werden können und hab den Mut, zum was Neues zu tun. Wir haben ja hier der Ganesha, wo dir sagt, hab den Mut, vertraue auf deinem Herzen. Und hier geht es ganz klar auch, dass du deine Emotionen mehr Aufmerksamkeit schenkst und dass du von diesen irdischen Hortendenken rauskommst in das emotionale, liebevolle Denken, in das positive, fließende Denken.
Ja, und da kommt natürlich als nächstes die Karte Joy and Delight. Open your heart to joy. Du hast das mehrmals jetzt hier. Hier hast du einmal die Karte, die dir sagt, denke über deinen spielerischen Ansatz nach. Denke über einen spielerischen Ansatz nach. Hier hattest du die, wo sind die jetzt wieder? Eins da. Hier hast du die Delfine, die dich auffordern, das Ganze spielerischer anzugehen. Nicht so, ja, verbissen und verbittert auf diese Situation einzugehen. Wir haben ja hier den Delfin, der dir sagt, komm bitte mehr im Fluss des Lebens und komm bitte mehr in Bewegung. Und dann haben wir die zweite Erde nochmal mit dem spielerischen Ansatz. Und hier wirst du nochmal aufgefordert, öffne dein Herz für Freude in deinem Leben. Und schau mal, Door-to-Door-Mans, vielleicht, hier geht es auch, hier ist wirklich alles miteinander verbunden. Da geht es um das Thema Liebe und Beruflichem. Vielleicht ist da auf diesem neuen Arbeitsplatz, wo du dann bekommst, auch ja, eine Partnerschaft für dich vorgesehen. Aber dafür musst du dich öffnen. Also hier bei dieser Legung hier fordere ich dich wirklich auf, entweder dich mit mir in Verbindung zu setzen, weil ich kann da jetzt nicht sagen, was bei dir wirklich los ist. Es scheint da bei dir ganz klar ein Mangeldenken vorhanden zu sein, Ängsten, Existenzängsten vorhanden zu sein. Du bist viel, viel, viel zu sehr im Kopf statt im Herzen. Du bist ja gefühlstechnisch bist du nicht wirklich im Fluss. Da sind die Gefühle stagniert. Das kann mit deiner alten Beziehungsängsten zu tun haben, ja, vielleicht Kindheitserfahrungen. Hier wird dir aber nochmal gesagt, wenn du diese Spielerischen in deinem Leben zulässt, dein Herz öffnest für die Freude, ins Fluss kommst, dann wird sich die Türe für eine Liebe, für eine neue Beziehung für dich öffnen. Du wirst wieder ins Fluss des Lebens kommen. Da ist ja etwas Positives auf dem Weg zu dir, aber es fordert dich auch aktiv zu werden, nicht in die Stagnation zu kommen, Vertrauen zu haben. Dann wirst du Erfolg haben. Du wirst auf deinem Weg erfolgreich sein. Also du wirst auf jeden Fall, wenn du jetzt diese ja, Botschaft aus der geistigen Welt ernst nimmst und dein Herz in die Heilung bringst, deine Gefühle wieder zulässt, dich wieder für das Neue öffnest, für das Freude im Leben öffnest, für die Liebe öffnest, für das berufliche Vorankommen, vielleicht einen neuen Job öffnest und mehr von dem Tun wegkommst ins Fließen, ins Sein, dann ist dir auf jeden Fall der Erfolg sicher. Also da ganz klar bei dir stagnierte Energien, die dich auffordern, mehr in Bewegung zu kommen, vom Mangeldenken wegzukommen, mehr in das Spielerische hineinzukommen. Die hast du sogar dreimal, wirst du aufgefordert, spielerisch auf das Leben zuzugehen, aktiv zu werden, Vertrauen zu haben, dass für dich gesorgt ist und deine Energien umzulenken in eine andere Richtung. Und hier natürlich auch mehr spielerisch auf deinem Leben zuzugehen, dann kommt auch dieser Erfolg in deinem Leben, den du erwartest. Aber wie auch immer, es scheint eine Botschaft auf dem Weg zu dir zu sein, der da irgendeine Veränderung in den nächsten 2 Wochen hineinbringen wird. Also hier hoffe ich, dass da von irgendeiner Seite für dich Hilfe da ist, dass du von diesem Mangeldenken rauskommst und in die Freude hineinkommst. Lass uns mal schauen, was die Liebe für dich hat. Bei dir sind sehr viele Karten rausgefallen. Da war es für mich schon ein bisschen so, was ist jetzt hier los? Also da auch bei den Lenormand sind viele Karten rausgefallen. Also da werde ich dich mehr oder weniger auffordern, vielleicht auch mal eine persönliche Legung bei jemandem machen zu lassen, damit du mal in deine Kraft hineinkommst. Ja, hier geht es in der Liebe darum, dass du
Da kommt der Azrael, die Befreiung, das Ende einer Phase oder Situation, spirituelle Transformation, Zeit für einen Neuanfang. Passt natürlich auch hier zu den Door of the Romance. Ich habe ja gesagt, wenn emotional etwas in Stagnation kommt, kommt automatisch auch finanziell in Blockaden und auch man kommt in Verlustängsten, in Existenzängsten herein. Hier wirst du natürlich auch von den Azrael aufgefordert, zu erkennen, dass eine alte Situation vorbei ist. Es ist bereits eine Heilung geschehen. Du hast den Mut dazu, etwas Neues anzugehen. Vertraue darauf, dass du geheilt worden bist durch deine Erfahrungen. Hab Vertrauen, deine Flügel auszubreiten und wirklich eine Zeit für einen Neuanfang, auch in der Liebe. Die Engel kommen und sagen, die Engel für Liebe und Beziehungen. Ich lasse Liebe in meinen Beziehungen fließen. Hier geht es wieder um Emotionen. Hier geht es ganz klar darum, dass du aufgefordert wirst, dein Herz wieder zu öffnen, dem Leben wieder zu vertrauen, von der Stagnation rauszukommen. Schau mal, da kommt der 17, Heilung in der Liebe, geschieht Heilung bei dir. Deswegen bist du ja auch hier oben total, ja, du hast dich durch deine Verletzungen, die du erfahren hast, total im Kopf oben manövriert. Und hier geht es ganz klar darum, in die Heilung zu gehen. Du wirst, da geschieht gerade Heilung bei dir auf allen Ebenen, wenn du deinen Fokus änderst. Wir haben hier nochmal, guck mal, wie viele grüne Karten du hast. Ändere deinen Fokus, ändere deine Denkweise. Wir hatten ja diese Karte auch hier. Wo war die Notwendigkeit, eine Entscheidung zu treffen. Und hier hattest du ja, reflektiere und lenke deine Energien in eine andere Richtung. Das heißt, komm von deinem Mangeldenken raus, bitte, und ändere deinen Fokus, damit Heilung geschehen darf. Die Phase, was dir geschehen ist, ist vorbei. Eine neue, du hast eine spirituelle Transformation erfahren. Es ist Zeit für einen Neuanfang für dich auch in der Liebe, weil Heilung am Geschehen ist. Und hier geht es ganz klar darum, dass du die Liebe in deine Beziehungen fließen lassen sollst, dass du wieder in die emotionale Bewegung kommst. Und hier hatte ich natürlich, Familienverschwörung ist gekommen als Fallenkarte hier. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie in einer Verstrickung, familiäre Verstrickungen warst, aufgrund, vielleicht haben auch Familie eine Rolle gespielt bei der letzten Beziehung, die du hattest. Oder deine Familie spielt eine Rolle in deine Beziehungen. Da würde ich an jemanden denken, die ich gerade sehr gut kenne, wo da das passen würde. Vielleicht hat das auch mit irgendwelche, man sieht ja auch da drei verschiedene Generationen, eine älteste, das ist auch ein Ahnenthema, die von Familie zu Familie weitergegeben wird. Und hier geht es auch darum, dass du dich von diesen Verschwörungen endlich mal löst, vielleicht alte Glaubenssätze, in denen du festsitzt, wo es dann darum geht, wirklich auch mal loszulassen, damit die wahre Liebe in deinem Leben kommen kann. Das ist ja die Glückskarte, die möchte ja in deine Liebe reinkommen. Du sehnst dich ja auch danach, sonst würden diese Karten gar nicht kommen. Erkenne die Schönheit der Liebe. Die Liebe tut nicht nur immer weh oder verursacht nur Schmerzen, sondern die Liebe kann auch sehr schön sein. Und beziehe deine Partnerschaft auch in deine Herzen ein. Wenn du in einer Partnerschaft bist, von dem du dich zurückgezogen hast, vielleicht weil du eher mehr der Kopfmensch bist oder der materiell Denkende bist, geht es hier darum, dich zu öffnen. Schau mal, hier sagt er, ich lasse Liebe in meine Beziehung fließen, und hier sagt er dir, einbeziehen. Wenn du in einer Partnerschaft bist, wo du der Kopfmensch bist, wirst du hier aufgefordert, um diese Partnerschaft zu heilen, mehr in die Heilung hineinzukommen, mehr deine Partner einbeziehen in deine Gefühle. Erkenne die Schönheit der Liebe und lasse die wahre Liebe in deinem Leben fließen. Wenn du natürlich Single bist, gilt das natürlich auch in dem Bereich, dass du dich wieder öffnest für die Liebe, dass du an die wahre Liebe wieder glaubst. Lass den Partner oder den Wunschpartner
in deinem Leben hinein, erkenne auch die Schönheit dieser Geschichte und löse dich von diesen ganzen alten Familienbeschwörungen oder diese ganzen Ahnengeschichten, die von Generation zu Generation weitergegeben worden sind. Vielleicht waren auch tatsächlich irgendwelche familiäre Themen Grund für diese ganze Stagnation bei dir, die stattgefunden hat. Wichtig ist aber für dich, dass du einfach erkennst, dass da Heilung geschehen ist und dass du darfst, ohne Angst weiterzugehen. Für dich ist die Zeit, deine Flügel aufzubreiten und dich auf das Neue einzulassen, ob in einer Beziehung oder Single oder Dualseele. Wenn du in einer Dualseele-Beziehung dich befindest, dann gilt diese Karte ganz klar dafür, dass du hier eventuell tatsächlich in einer Beziehung festgesessen hast, mit einer familiären Themen, die da behaftet waren und vielleicht der Grund waren für eure Trennung. Hier gilt auch, eine Ahnenauflösung würde dir auch hier sehr weiterhelfen. Und das nächste kommen die Lenormand-Karten, wo dir sagen, führe klärende Gespräche, damit Klarheit in deine Liebesangelegenheiten kommt und komm in die Kraft der Liebe. Die Sonne ist ja, guck mal, das sind drei super positive Karten, die auf dich da dich auffordern, in deine Kraft zu kommen, ins Herz zu kommen. Bring Klarheit in deinem Herzen und löse diese ganze, ja, Kriegsbeil, in dem du dich befindest, mit dir selbst und deinen Gefühlen und deinen Emotionen. Und vielleicht sollst du auch klärende Gespräche führen mit deinem Beziehungspartner, um Klarheit in dein Herzen zu bringen und die Wärme wieder in deinem Herzen hineinzulassen. Vielleicht ist es auch, dass du die Hilfe suchst bei jemandem, der dir hilft, mit Therapie Klarheit in deinem Herz Angelegenheiten zu bringen, welche Themen sehr tief sitzen, damit auch deine Wünsche sich erfüllen können in der Liebe. Oder wenn du natürlich mit einem Dual bist, heißt das hier natürlich, klärende Gespräche werden Klarheit in deinem Herzen bringen und die Wärme wird wieder zurückkommen. Hier haben wir immer noch diese Familienverschwörung-Thematik, also auch bei den Singles. Hier heißt das, da Herz öffnen, an deine Wünsche wieder zu glauben und auch die Sonne wieder in deinem Herzen hineinzulassen. Ja, das war jetzt eine lange Reading bei den Mittleren. Tut mir leid, habe es leider nicht steuern können, habe ich auch nicht mit so viel schwere Karten gerechnet gehabt, jetzt in April, aber wir hatten ja auch die April-Energie, war ja ein Deck, war ja das Problemthema und das war, glaube ich, der schlafende Drache. Aber auch hier heißt, wenn du diesen Schritten machst, die du aufgefordert wirst, dann wird Heilung geschehen. Du wirst heilen, weil, schau mal, du hast ja auch hier die Bestätigung, alles wird gut. Es wird von dir aufgefordert, einfach von dem Kopf ins Herz zu kommen und dich wieder für das Neue zu öffnen, vor allem deine Emotionen wieder ins Fließen zu bringen. Hier ich dir auch die Botschaft vorlesen. Hier kommt Vertrauen. Guck mal, wie dieses kleine Kind vertrauensvoll sich ins Leben schauken lässt. Und hier geht es darum, auch bei dir, komm wieder ins Vertrauen. Komm ins Vertrauen, dass alles gut wird in deinem Leben. Und die Botschaft hier lautet, vertraue der Situation, es wird gut, auch wenn du dies noch nicht erkennen kannst. Jetzt geht es nur darum zu vertrauen, Vertrauen in dich selbst zu haben. Ja, vielleicht hast du Angst und vielleicht würdest du gerne aufgeben. Vielleicht ist es schwer und vielleicht bleibt es noch ein paar Tage schwer. Doch vertraue der geistigen Welt, es ist gerade das Beste, was dir passiert. Auch wenn du es vielleicht jetzt noch nicht erkennst, du wirst es erkennen können, schon bald, schon sehr bald. Schau mal. Hier. Also dich bitte ich wirklich von ganzem Herzen. Lass dir helfen, öffne dich, hab den Mut, dich wieder auf das Neue einzulassen, hab den Mut, dein Herz für die Liebe zu öffnen und komme ins Fluss des Lebens, damit dein Herz heilen darf. Auch dir, meine Liebe, wünsche ich eine wundervolle Rest Aprilwoche. Du bist wahrscheinlich der dritte Deck von dem Monat April, die für dich, ja, schicke ich ganz, ganz viel Liebe und Kraft, dich für die Liebe wieder zu öffnen, weil es ist nämlich wirklich was Wunderschönes. Lass das Gute in dein Leben fließen, komm mit den Ängsten raus, denn du bist bereits geheilt, du wirst nur aufgefordert, zu öffnen und neue Entscheidungen.
Entscheidungen zu treffen, das Leben wieder zu vertrauen. Vielen Dank fürs Zugucken und Namaste. So, meine Lieben, jetzt kommen wir zu dem dritten Deck. Hoffen wir, dass der nicht so lang wird. Ja, ich hatte ja in Erinnerung, dass wir ja zwei Decks hatten, die positiv waren und eine, die etwas schweratmige war. Den hatten wir, glaube ich, jetzt schon. So, jetzt komme ich nochmal nach vorne. So, la. Und hier haben wir jetzt ein dritter Deck. Wunderbar. Ja, dann gucken wir mal doch, was der dritte Deck da für uns allgemein als Botschaft hat. Oh, wie schön. Ja, hier geht es um das Erwachen. Erzengel Gabriel. Die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten. Vorübergehender Stillstand. Es ist wichtig, du selbst zu sein. Hier geht es ganz klar darum, dass du hier erstmal erkennen darfst, wer du bist, wo du stehst und dass du einfach alles aus einer anderen Perspektive betrachtest. Der 12 ist der Gehängte in dem Tarot. Wir hatten den, glaube ich, sogar in der Legung, Monatslegung drin. Hier geht es einfach darum, die Perspektive zu ändern, aus der liegenden Position in Bewegung zu kommen. Aber da wir ja hier Bewegungskarte haben und da geht es ja um Heilung, also du bist in dieser Position, weil du heilen solltest, um Mut, um Vertrauen. Es ist ja nur eine vorübergehende. Hier gilt es auch, auf dich selbst zu achten in dieser Zeit, wo du auf den Kopf liegst. Aber wir haben ja die schönste Karte, das Feiern. Und hier gilt es ganz klar, es ist wichtig zu erkennen, wer du bist und dass du auch du selbst bist. Wir hatten ja diese Karte da mit dem Masken abziehen und hier ist diese Gruppe aufgefordert, seine Masken fallen zu lassen und ganz sich selbst zu sein, egal was im Außen geschieht, damit du wieder in deine Kraft kommen darfst. Als zweite Karte kam der Page der Erde, gelehrt, zuverlässig, geduldig und erfolgreich. Wenn man natürlich in dieser Position liegt, dann ist man ja im Stillstand. Folgendessen wirst du auch aufgefordert, natürlich in Vertrauen zu bleiben, ne? Dass du einfach geduldig bleibst und da geht es natürlich gute Neuigkeiten in finanzielle Dingen, auf eine anspruchsvolle Tätigkeit warten und ein neues Studium beginnen. Also hier hast du vielleicht jetzt die ganze Zeit gewartet, dass irgendetwas geschieht und warst die ganze Zeit auf der Warteposition, wurdest zum Geduld aufgefordert und vorübergehend ist nichts vorangegangen und hier geht es ganz klar darum, jetzt kommt Bewegung rein. Jetzt wird in den nächsten zwei Wochen passend zu Merkur rückläufig. Der hat uns ja auch alle mal ein bisschen stillgelegt und aufgefordert, im Vertrauen zu bleiben. Auf jeden Fall ist für dich hier jetzt neue Bewegung auf dem Weg in der allgemeinen Legung. Da kommt die Karten der Messengers und sagt dir, vertraue in Magie. Also Magie ist ja immer, wenn etwas plötzlich kommt. Also vielleicht bist du in diesem Stillstand auch ein bisschen resigniert und hast gedacht, es passiert nichts und ich kann da habe irgendetwas falsch gemacht und hier sagt er dir, nee, dieser Zustand war wichtig, damit etwas geschieht und Magie ist immer um uns herum und jetzt kommt Bewegung in deinem Leben rein und Need und Necessity. Bei dieser Karte geht es einfach darum, das Yin und der Yang zu erkennen, das Gleichgewicht in deinem Leben hineinzubringen. Es ist die Sonne, der Mond, der Yin und der Yang. Wir haben hier den Adler und die Krähe, die Magie. Also hier ging es auch ganz klar darum, dass du hier aufgefordert wurdest, in das Vertrauen zu kommen. Du wurdest wirklich in den Stillstand hineinmanövriert, damit du lernst, geduldig zu werden, damit du lernst zu erkennen, was du wirklich brauchst und was du benötigst. Also, was brauchst du wirklich und was ist wirklich notwendig, was du brauchst? Was ist das, was du wirklich brauchst? Oder ist das aus Mangelgefühl entstanden, weil du das Gefühl hast, ich muss alles haben, damit ich glücklich bin? Also im Außen etwas suchen, um glücklich zu sein. Hier gilt es darum zu erkennen, dass das, was du brauchst, nur im Innen bei dir gibt. Und wir hatten ja hier auch die Karte, die dich aufgefordert hat, es ist wichtig, du selbst zu sein. Und in dieser Position, da du das jetzt gelernt hast, kommt natürlich jetzt Bewegung rein,
pure Magie natürlich, im Gleichgewicht kommen, im Gleichgewicht bleiben. Das sind ja deine allgemeinen Karten. Wir sehen jetzt dann weiter. Schau mal, da kommt die Beständigkeit, also der Fundament. Das Haus steht ja immer für das Fundament, aber es steht auch für den Körper, für dich selbst, bei dir selbst anzukommen. Also dieser Stillstand war notwendig, damit du bei dir selbst ankommst. Du bist ja jetzt aufgefordert, deine Flügel gleich auszubreiten, aus dem Stillstand rauszukommen. Ich glaube, das war ja sogar der zweite Deck, wo auch auf den Kopf hing. Und dann habe ich gesagt, jetzt kommt Bewegung rein. Das passt ja wie Faust aufs Auge zu der Monatslegung. Und hier kommt das Geschenk, der Leadership. Also du wirst aufgefordert, die Zügel in der Hand zu nehmen und die Herausforderung, also ja, die Bereitschaft zu zeigen. Also du wirst aufgefordert, etwas auch zu tun. Du siehst ja, dieser Engel übergibt die Erde an einem Kind in dem Vertrauen, dass dieses Kind auf diese Erde aufpassen wird. Und hier geht es auch bei der Leadership, das Wort fällt mir jetzt auf Deutsch nicht ein, geht es einfach darum, dass du, es liegt mir auf der Zunge, aber es kommt jetzt nicht. Also, dass du die Leute anführst, dass du etwas anführst. Entweder geht es einfach darum, dass du aufgefordert wirst, das Geschenk, das dir gegeben wurde, deine Gabe, die dir gegeben wurde, jetzt in der Tat umzusetzen, in deine Kraft jetzt zu kommen und die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen und aber auch deine Herde zu führen, sage ich jetzt mal. Das ist das Wort, wo mir jetzt gerade mit dem Zusammenhang am schnellsten in den Sinn kommt. Ich habe da jetzt gerade das Wort zwar auf der Zunge, aber es kommt mir jetzt gerade nicht. Ist auch egal. Und hier ist ganz klar, der Samen ist gesprießt. Wir haben das ja auch gehabt in der Monatslegung. Da hatten wir eine Tarotkarte, wo die Blume da ganz oben war, wo ich gesagt habe, der Samen ist gesprießt. Da ist der Lebenskraft und Neubeginn steht für dich an. Also für dich ganz, ganz wunderschöne Karten. Jetzt tut sich diese Geduld auszahlen, wo du da in den gehängten Position gelegen bist und jetzt wirst du aufgefordert, nach vorne zu treten in den nächsten 2 Wochen. Ja, jetzt gucken wir mal, was der Beruf uns da mitbringt. In dem Beruflichen sagt dir diese Karte 6. Luft. Es geht aufwärts, das Ende einer schwierigen Situation, eine Reise. Oh, wie schön! Schaut mal, wir haben ja hier den Gehängte gehabt. Der 12 war ja der Gehängte, wo ich da noch gesagt habe, Moment, den muss ich mal alle mal wegnehmen. Die Magie kommt, natürlich. Und du wirst jetzt aufgefordert, in deine Kraft zu kommen. Guck mal, die gute Nachrichten in finanzielle Dinge, auf eine anspruchsvolle Tätigkeit warten, ein neues Studium und da kommt jetzt das Positive. Ihr dürft euch alle freuen. Oh, ich freue mich auch mit euch mit. Richtig. Und hier heißt es ganz klar, dass du jetzt in deine Kraft hineinkommen wirst. Wo ist eine Tarotkarte, wo ich da hatte? Du hattest, ja, hier, nee, immer noch nicht, bin ich jetzt, Kire? Ah, hab sie in der Hand. Der Gabriel. Der Gabriel ist ja im richtigen Tarot, ja, nicht der Narr, sondern der Gehängte. Und der Gehängte, der ist ja gezwungen gewesen, in einen Stillstand zu kommen, um sich selbst zu erkennen, um zu fokussieren auf sein eigenes Thema. Sein ganzes Leben war auf Kopf und jetzt kommt Bewegung rein. Jetzt kommen die positiven Botschaften, jetzt kommt auch beruflich, beginnt der Neubeginn. Du hast die ganze Zeit auf etwas gewartet, jetzt geht's aufwärts. Das Ende einer schwierigen Situation ist in Sicht und eine Reise beginnt. Vielleicht gehst du auch auf eine Reise, die kann auch dafür stehen. Wir haben ja hier das Vertrauen, breite deine Flügel aus. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass du aus dieser Position herauskommst, in dem du gehängt bist. Und mit Mut in die Heilung gehst und natürlich, wie wunderbar, die neue Gelegenheit, die sich dir jetzt bieten, voll und ganz auskostest. Also ich freue mich für dich wahnsinnig, dass du da darfst, in deine Kraft zu kommen. Und wir haben die Höhenpriesterin des Feuers. Das heißt, du darfst jetzt volle Kante Gas geben. Jetzt kannst du aus diesen, du wirst jetzt rauskatapultiert aus diesen gehängten Positionen. Wir hatten das ja auch in der Monatslegung, weiß ich nicht, kann ich mir super gut daran erinnern. Du wirst jetzt rauskatapultiert, kommst in deine Kraft und darfst jetzt voll
durchstarten. Und guck mal, enjoy the journey, wandering path. Genieße jetzt diese Reise, die auf dich zukommt. Vielleicht gehst du ja auf eine Reise oder vielleicht fordert dich auch dieser neue Weg, denn du gehst auf einen Umzug. Vielleicht ziehst du auch irgendwo anders hin wegen einer neuen beruflichen Voraussetzung, also berufliche Wege, wo dich für dich ergeben. Oder natürlich kann es auch dafür stehen, dass du einfach genieße einfach den neuen Weg, der sich dir jetzt öffnet. Da musst du jetzt in dich hineinspüren. Würde mich natürlich riesig darüber freuen, wenn du mir mitteilen würdest, welche Pfad sich dir geöffnet hat und um was für einen beruflichen Weg ging, ob du jetzt beruflich auf eine Geschäftsreise gegangen bist oder ob das jetzt hier darum ging, dass du beruflich dich weiterentwickelt hast oder umgezogen bist beruflich woanders. Also da würde ich mich sehr über ein Feedback freuen. Da scheinst du da richtig in deine Kraft zu kommen und ich gönne es dir vom Herzen, weil da kommt der Angel of Love. Ich glaube, die hatten wir auch in der Monatslegung, der dir sagt, da kommt auch Liebe, da kommt, also das, was du jetzt machen wirst, der berufliche Weg, den du gehen wirst, das wirst du mit Liebe tun und das kann nur erfolgreich werden, das wird dein Herz öffnen, dein Herz erwärmen. Kann auch sein, dass du hier auf diesem neuen Weg auch diesen Dame oder Herr begegnen wirst, der für dich vorbestimmt ist. Es steht ja alles für Neubeginn und wir haben Venus ja, Leute. Also, wir dürfen alle daran glauben, dass auch Magie geschehen darf, weil für dich scheint ja alles wie Magie zu geschehen. Das ist ja schon Wahnsinn, was da auf dich zukommt. Ich freue mich auf dich und ich würde mich riesig über einen Feedback von dir freuen, was da gekommen ist. Und guck mal, hier mit Sicherheit wirst du den inneren Kompass folgen. Das heißt für dich beruflich, finanziell, wow. Also ich freue mich. Ich freue mich riesig für diejenigen, die sich für den ersten und den dritten Deck entschieden haben. Und ich freue mich auch für diejenigen, die sich für den zweiten Deck entschieden haben. Denn da geschieht nämlich die nächste Heilung und ihr werdet wirklich auch auf einen wunderbaren Pfad gebracht. Schauen wir mal uns an, was die Liebe uns so bringt. Das lassen wir jetzt mal hier stehen. Sehr schön, sehr, sehr schöne Karten. Und hier gucken wir jetzt mal die Liebesdeck an. Oh, das, ja, okay. Ich glaube, bei den einen war es ja in der Liebe so ein bisschen so, zäh, ein bisschen zäh. Ja, naja, gut, alles gut. Ja, hier in der Liebe geht es mit einer großen Arkane. Da kommt die Herrscherin, und zwar der Erzengel Gabriel. Und er sagt, reichhalte Gefühle, hauche deine Träume Leben, gib dir selbst und anderen die Gelegenheit zu wachsen. So, also heißt, auch in der Liebe wird hier einiges geschehen. Du wirst in die Liebe etwas in deinem Leben, reichhaltige Gefühle in der Liebe ist auf dem Weg zu dir und du sollst auch daran glauben und dem die Kraft auch geben. Wir haben jetzt zweimal Gabriel aus dem Gleichen, bei dem einen geht die Dinge aus einer anderen Perspektive. Also schau mal, einmal hast du den Gabriel, wo für den Gehängte hängt und dann kommst aus dem Gabriel, seinen Deck, auch wieder der reichhaltige Gefühle. Hier bist du ja in der Gehängte, in der Stillstandposition und jetzt wirst du katapultiert ihn genau in dem Umgekehrten. Auch in der Liebe kommt reichhaltige Gefühle. Hauche deinen Träumen Leben ein. Gib dir selbst und anderen die Gelegenheit zu wachsen, indem du selbst bist. Also für die Singles heißt das ein Neubeginn für mich auch. In der Liebe, bei den Dualseelen auch ein Neubeginn. Und natürlich bei denjenigen, die Single sind, heißt auch Neubeginn. Also ich freue mich sehr für euch alle. Und dann kommt der Erzengel Jophiel und der sagt dir, mit deiner Hilfe gelange ich an meine innere Weisheit. Also mit der Hilfe von Erzengel Jophiel wirst du an deine innere Weisheit gelangen, deine Träume zu erfüllen und in diese reichhaltige Fühle zu kommen und dir selbst und anderen die Gelegenheit zu wachsen zu geben. Und dann kommt das zweite, der Erzengel für Engel für Loslassen. Oh Tanja, bist du jetzt gerade umgefallen? Das war jetzt ein Insider, Entschuldigung. Bei dem Engel Loslassens, da wir ja aber hier ja den Engel des Loslassens haben, ist das ja
gut, dass diejenigen, die das gewählt haben, die haben losgelassen. Hier geht's. Im Loslassen liegt die einzige Sicherheit. Also hier wirst du als Alte losgelassen haben, denn nur dann kannst du nämlich in die reichhaltige Fülle kommen und aus dem gehängten Position rauskommen. Anders geht das gar nicht. Also bist du schon über das Thema Loslassen, also für dich gilt, du hast losgelassen oder du wirst jetzt in den nächsten 2 Wochen loslassen und dadurch wirst du das Neue in deinem Leben anziehen. Und hier wirst du auch mit dem Jophiel das loslassen, die wird dir auch gelingen und du wirst in dem Geben und Nehmen kommen. Du wirst anfangen zu geben und zu nehmen. Das heißt, das wird bei dir ins Gleichgewicht kommen. Wir hatten ja hier den Engel der Fülle und durch das Loslassen, was du hier jetzt gelernt hast oder wirst jetzt in den nächsten 2 Wochen in diesem Loslassthema reinkommen mit der Herzengel von, mit der Hilfe von Jophiel, wirst du die Weisheit erlangen, wie du loslassen sollst und wirst dann in diese reichhaltige Fülle kommen, deine Träume ein Leben einhauchen und wirst in dem Geben und Nehmen hineinkommen. Und ja, da kommen natürlich jetzt 3 Problemkarten aus deiner Vergangenheit natürlich, weil wir haben ja das Thema Loslassen hier und hier geht es ganz klar darum, ich lege die letzte Karte erst nachher, weil hier geht es darum, Unabhängigkeit, Zweifeln und Probleme. Ja, natürlich, für diejenigen, die in einer Beziehung sind oder noch sind, hat es Probleme gegeben, wo zu schweren Verletzungen geführt haben oder zu Trennung, entweder räumlich, häuslich oder energetisch geführt hat. Man musste lernen, unabhängig zu werden. Das heißt, man musste lernen, gehen zu lassen. Man sieht ja auch, der Mann ist auf einer einsamen Insel mit einer kleinen Hütte und lässt das Boot gehen, damit er lernt, unabhängig zu werden, damit er lernt. Das hat müssen passieren. Da ist alles, was geschehen ist. Diese Probleme sind aufgetaucht, damit du lernst, unabhängig zu werden und deine Zweifeln, die du hattest in Bezug auf deine Partnerschaft, damit du sie auch loslässt oder heilst. Wenn du natürlich einen Wunschpartner hast, auch hier gilt es, die Probleme sind aufgetaucht, damit du lernst, dich loszulassen von deinem Wunschpartner und deine Zweifeln, ja, haben natürlich auch zu dieser Problematik geführt. Einerseits geht es ja nicht nur darum, die Probleme kommen ja nicht von alleine, die Probleme kommen aufgrund von den Zweifeln, die ihr aneinander hattet. Sei es jetzt in einer Beziehung oder sei es in einer Dualseelenbeziehung. Man hat den Partner angezweifelt, man hat sich nicht vertraut. Dadurch sind die Probleme entstanden, aber sie sind entstanden, damit man in die Unabhängigkeit kommt, damit man lernt, loszulassen. Ich werde dieses Wort, ich glaube, ich erschieße mich, wenn ich dieses Wort noch einmal höre. Ich bin ja der, wo es immer wieder sagt, aber ich kann es selbst nicht mehr hören. Auf jeden Fall, ich bitte, dass endlich mal das Thema Loslassen irgendwann mal verschwunden ist aus unserem Satz. Also hier geht es ganz klar darum, dass diese ganze Situation, die in deiner Vergangenheit passiert sind, diese Probleme, diese Zweifel, die zu diesen Problemen geführt haben, dafür da waren, damit du lernst, unabhängig zu werden und dass du lernst, loszulassen. Und durch das Loslassen, guck mal das an, wirst du jetzt belohnt. Entweder durch deinen Dual oder durch deinen Wunschpartner oder die Singles. Alle Achtung, ihr dürft rausgehen, denn jetzt kommt er, der Prinz auf dem weißen Pferd. Von dem habe übrigens ich immer geträumt als Kind. Irgendwann habe ich dann aufgegeben, an den zu glauben. Ja, wer weiß, vielleicht soll ich jetzt das auch lernen, wieder an ihm zu glauben. Bei mir passt das perfekt. Meine Zweifel haben viel Probleme verursacht in meinen Beziehungen. Dadurch musste ich lernen, unabhängig zu werden, was ich auch geworden bin. Ich habe gelernt, loszulassen und jetzt darf mein Prinz kommen. Wie schön. Jetzt weiß ich auch, warum ich mich für alle 3 Decks entschieden habe. Ich habe überall was gefunden, was zu mir gepasst hat. Und ja, wir haben das Buch der Geheimnisse. Es ist noch nicht spruchreif, Leute. Es ist noch nicht spruchreif, aber es ist auf dem Weg. Und ich bin davon überzeugt, dass dieses Buch auch fürs Lernen steht. Weil das Buch steht ja auch, wir haben etwas gelernt. Wir haben etwas gelernt aus dieser ganzen Situation. Wir haben gelernt, loszulassen. Wir haben gelernt, unabhängig zu werden. Wir haben gelernt, zu geben und zu nehmen. Ja, und wir haben gelernt, an unsere innere Weisheit zu glauben. Wir sind in Heilung gekommen und schaut mal da, der Mut,
Das sind so wunderschöne Karten. Ich bin einfach nur begeistert. Ich bin begeistert bei allen drei Decks. Ich bin begeistert, weil wir haben immer in einem Deck eine, wo hinterher gehinkt hat. Also das war immer das Problemkind, wo noch kommen würde. Aber es ist immer eine kontinuierliche Bewegung in richtige Richtung da, auch für den mittleren Deck. Da kommt was Positives. Wenn du wirklich dich an das haltest, dein Herz öffnest, an deine emotionalen Blockaden arbeitest, wird Heilung geschehen. Und hier geschieht es. Hier ist schon, in den nächsten 2 Wochen ist das Loslassen da. Bei den ersten ist es schon passiert. Die sind ja das Wow von der ganzen Woche, von der ganzen nächsten 2 Wochen. Hier kommt in Bewegung jetzt in nächste 2 Wochen und hier sind unsere Problemkinder, die zweite Gruppe, die jetzt dürfen in die Heilung kommen. Ja, und die Botschaft hier ist die Ewigkeit. Auch das werde ich vorlesen. Ich befürchte, mein Akku wird jetzt gleich leer werden, deswegen muss ich mich beeilen. Die Ewigkeit, ich wollte eigentlich eine Kurzerlegung machen, das wird bei mir nie funktionieren, ne? Ja, die Ewigkeit. Bedenke, du existierst schon eine Ewigkeit und du wirst weiterhin eine Ewigkeit existieren. Mach nicht so ein großes Theater um diesen einen Moment, um diese eine Entscheidung. Es ist im Vergleich zur Ewigkeit nichts als ein minimaler Moment. Es ist nicht wichtig, was du tust, weil das, was du wirklich bist, viel mehr ist. Es ist die Ewigkeit. Bist du jetzt nicht glücklich mit dem, was du erlebst, dann bedenke, es ist nur ein kurzer Moment im Vergleich. Lache und mache keine Drama. Geh weiter und du wirst sehen, es löst sich auf. Nur wenn es für dich bestimmt ist, trägst du es weiter in die Ewigkeit. Doch was am Ende dieses Lebens zählt, sind die Momente, die uns glücklich machen und die von Liebe geprägt sind. All das Destruktive hat keinen Platz in die Ewigkeit. Wunderschön. Ja, meine Lieben. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaltet habt. Ich werde mich über jeden Like und jeden Kommentar natürlich und auch Kritik sehr freuen. Auch über die neuen Abonnenten werde ich mich freuen. Vor allem habe ich mich über die letzten sehr gefreut, die neuen, die dazugekommen sind. Herzlich willkommen auf meiner Satori Heilpraxis Kanal. Ich freue mich auf die nächste Legung mit euch und bin natürlich mit Rat und Tat jederzeit für euch da. Und werde auch eure Fragen gerne beantworten und natürlich auch eure Kommentare. Ich wünsche euch eine sonnige, wunderschöne und gesegnete Aprilmonat für alle 3 Decks und lasst euch gut gehen und bleibt im Vertrauen, alles ist gut. Namaste und danke.